Moin Moin, li liebe Menschen, uh, wir haben den 11. August, ist es ist Sonntag, 10.22 Uhr und uh, wir sitzen hier zusammen nach einer sehr, sehr langen Sommerpause, in der echt viel passiert ist, aber nicht für mich, <laughs> deswegen freut euch auf den Podcast, in dem Max uh, euch jetzt anderthalb Stunden lang erzählt, was abging und ich lehne mich zurück und höre einfach zu, das heißt, uh, uh, ja, ich bin heute auf der anderen Seite, vielleicht, vielleicht auch nicht, lassen wir uns überraschen. Und ja, äh, so. <laughs> so, ich setze nur die korrekten Erwartungen halt. Ich setz nur die ja, aber halt. Mich interessiert viel mehr, ob du dieses Jahr wieder fast abgestürzt bist bei Wanderungen. Nein. Oder war doch letztes Jahr die, 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 die gefährliche ähm, Wanderung, oder? Nee, nee, das ist schon zwei schon Jahre, Jahre her. her. Ja, ja. Oh, ich dachte, es ja. wäre an dem Ort gewesen, wo ihr jetzt wart. Mhm. Ah, okay. Ja, nee, okay, das war. Zwar, äh, um es ganz, ganz kurz äh, zu beschreiben, ähm, der Urlaub war genau wie ge erwartet. Okay. Äh, das Wetter war hier sehr schwer äh, vorherzusehen. Ähm, daher war es sehr spontan und wir waren spontan zweimal wandern, äh, aber eher kleinere Touren, weil es halt ist mhm. so eine Art, hey, vormittags wird es schön und nachmittags kommt Gewitter. Situation war, dass man immer so gucken okay. musste, okay, ja, okay, wie lang können wir jetzt, also wie, wie hoch gehen wir jetzt, sodass wir dann nicht wie <laughs> plötzlich dann im, im Wald im Gewitter stehen. Ähm, und der Rest war eine coole Kombo aus äh, super heißen Tagen, wo man auch nicht wandern geht, wenn es irgendwie fast 35 Grad sind, dann gibt das irgendwie nicht so viel Sinn, so viel Wasser kannst du gar nicht schleppen. Da lagen wir halt am Pool, haben uns ein bisschen gesonnt und äh, an den Tagen, wo es nicht so schön war vom Wetter her, waren wir einfach den ganzen Tag in der Sauna. Und haben Wellness gemacht. Also genau nice. wie, wie, wie ausgesucht quasi, die Flexibilität kam dann auch. Und ähm, ja, das äh, wie soll ich sagen, das Gute ist, nach so sechs von sieben Tagen, so am vorletzten Tag, saßen wir beim Abendessen und haben beide gesagt, so, boah, jetzt freuen wir uns auch wieder auf zu Hause. Also, ich sagen, da waren die Batterien voll genug, um zu sagen, okay, war es schön, aber jetzt so langsam. Und äh, daher war es genau richtig war genau das was wir gebraucht haben, genau die richtige Zeit, Dauer und ja. Aber gut, letztes Mal hast du glaube ich gesagt, dass, ähm, dass du gar nicht so richtig sagen kannst, wie voll so die Saunen und so waren, weil ihr quasi tagsüber dann unterwegs wart und abends ja, dann ja. oder morgens und abends und dann war es irgendwie super und voll okay. Und wie war es diesmal? Also war jetzt wenn du tagsüber auch wenn ihr so in der Sauna und so wart in so einem Hotel, das kann ja halt immer sein, dass irgendwie die Sauna erstens, keine Ahnung, das sind dann zwei Saunen es sind irgendwie 50 Menschen, die da rein wollen. Mm, und dann ist es mm. ja super kacke. Aber du klingst jetzt nicht so, als wäre es so gewesen. Deswegen wie, wie nee, da gar, das nicht, ist. gar nicht. Gar es nicht. Es war nicht komplett leer, aber es war auch nicht überfüllt. Es war angenehm. Also es war, um es greifbar zu machen, wenn wir in die Sauna reingegangen sind, saß da maximal ein zweites Pärchen mit uns. So. Das heißt, hat es nicht für sich. Manchmal, aber ne, die gehen dann auch einen Tick früher rein oder früher raus und dann hat man auch ein paar Minuten quasi alleine. Ähm, daher war das super entspannt. Und ich glaube, das lag einfach daran, dass haben wir total krass gemerkt: so die, dieses Hotel wurde so in Wellen gefüllt und dann wieder auch schnell wieder mm. äh, leer gemacht. Also es hat so gefühlt Tag, da stehen die Leute schlange der Rezeption. Und du weißt dann so, oh, in zwei, drei Tagen. Gehen die alle gefühlt wieder, weil das hast so also einen coolen Mix aus manchen, die halt länger bleiben und ein paar Leuten, die einfach fürs Wochenende bleiben oder zwei, drei Tage. Um, und dadurch war das halt immer so im Schnitt halt relativ entspannt leer. So. Aber das, das heißt gilt für das gesamte, gesamte Ding. Aber das heißt, deine Urlaubsfreundschaften, die du ja alle geknüpft hast, die sind immer nach zwei Tagen wieder gegangen. Das war richtig traurig dann, oder nicht? Ja, total. Ja. 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 <laughs> ich habe nach nichts mehr gesehnt als so random Bekanntschaften mit so Menschen. <laughs> ja genau ja, war super traurig habe ich mir gedacht Nee, aber das ist ja manchmal also bei Hotels so das ist ja echt ganz cool mit diesen an und abreisetagen ich glaube manchmal kann man ja sogar auch nur so buchen ne ich, ich habe es manchmal schon ja, festgestellt ja. bei manchen Hotels dass man gar nicht jeden Tag kommen kann sondern dass die halt dann sagen keine Ahnung montags mittwochs freitags kannst du kommen und dann musst du ja, drei Tage mindestens genau. bleiben oder so und das sieht man wahrscheinlich dann so ne ja ja und du siehst halt irgendwie gefühlt so in welchen Ländern hast du jetzt vielleicht auch so Ferienzeiten weil mhm. Mal guckst du so nach draußen und du siehst auf einmal so fünf Autos mit einem niederländischen Kennzeichen. Ich so, okay, ich ah. habe jetzt der Badge wohl her. Und dann hast du auf einmal, weiß ich, Belgien, Deutschland keine Ahnung. Es wechselte sich so ein bisschen ab irgendwie. Ja. Witzig, dass es selbst in so einer Woche irgendwie dann so, ähm, so deutlich war, irgendwie. Mm -hmm. <laughs> ja. ja, aber insgesamt war, war cool und äh, ich sage, das war das erste Mal, wo dass wir quasi an denselben Ort gefahren sind. Halt ja. Zwei Jahre in Folge äh, und das auch interessant, wie, wie anders man Sachen plötzlich wahrnimmt, aber ist mhm. gar nicht im negativen Sinne, sondern einfach, dass man einfach merkt: Ah, ja, stimmt, so war das beim letzten Mal, so ist es dieses Mal, so leicht abgewandelt. Und ähm, Fazit war auch zu sagen: Hey, okay, das reicht dann. Also, ah, okay. zweimal ist, 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 ist genug, beim dritten mhm. Mal wird es wahrscheinlich dann äh, fast schon zu routiniert, zu langweilig, weil man die Wanderrouten auch schon kennt und dann ist mhm. so. Ja, das habe ich nämlich fast, ja, hätte ich jetzt auch gefragt. Ähm, weil bei sowas hat man ja immer so ein bisschen, oder kann man vielleicht immer die Sorge mitschwingen haben, dass man es das immer so vergleicht mit dem Jahr davor und beim Urlaub mhm. willst du ja eigentlich nicht, dass du in deinem Kopf die ganze Zeit bist und denkst so, ah, letztes Mal war das aber so, letztes Mal war es mhm. so. Selbst wenn es cooler war oder nicht so cool ist oder wie auch immer, egal welche Emotionen, eigentlich willst du ja nicht Urlaub vergleichen, weil das mhm. macht, ich glaube ich, das macht einem im Endeffekt einmal immer nur. Unglückliches falsche Wort, aber macht es halt ein bisschen ungeiler in irgendeiner Form. weil Entweder vermisst du den alten Urlaub und mm -hmm. denkst dir, oh, diesmal ist so cool, nächstes Mal muss es so cool oder war es eben, warum war es jetzt mal nicht so cool? Ähm, wo hättest du jetzt gerade nur so ein, zwei Beispiele, wo du sagst, okay, das hätte ich euch den Impuls gegeben, ah, das reicht jetzt auch. Weil man hätte ja auch sagen können, hey, das lag jetzt irgendwie so ein besser Wetter, wir waren jetzt viel drin. Nächstes Mal ist Wetter vielleicht geil und dann machen wir, sind wir den ganzen Tag unterwegs in den coolen Wanderrouten und dann ist diese Routine in dem Hotel, an die man sich gewöhnt hat jetzt zum dritten Mal, vielleicht auch genau das Richtige, dass man da irgendwie keinen Bock hat zu überlegen und so. Du hast halt ähm, unendlich viele Möglichkeiten zum Wandern dort. Mhm. Aber wenn du sagst, deine, deine. Prämisse ist, du willst nicht irgendwie erst mit dem Auto irgendwo hinfahren und dann quasi loswandern, sondern ah, du willst m -m. halt direkt vom Hotel aus. Da hast du eigentlich nur so zwei, zwei Gipfel. Also einmal m -m. in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Und dann, äh, das war jetzt, jetzt so was, wo ich sage: Ja, gut, wenn man jetzt Bock hat auf einen Urlaub, wo man halt noch ein bisschen so rumfährt und so, wäre das nochmal okay. Aber wenn man sagt, ja, eigentlich kann okay. man das Auto abstellen und einfach dann eine Woche lang nicht ins Auto müssen, dann äh, wird es halt da ein bisschen dünn quasi, was das angeht. Und. Äh, was wir, jetzt, was wir jetzt auch gemerkt haben, jetzt auch direkt im direkten Vergleich, war das Thema, Thema Essen. Ähm, das war im Vorjahr so gefühlt äh, ein bisschen üppiger insgesamt. Jetzt jetzt üppig Im Sinne von Portion oder Auswahl. Beides tatsächlich. Oh, äh, hast du gehungert? <laughs> Nein. Nee, gar nicht, gar nicht. Aber es war okay. äh, jetzt eben direkt im direkten Vergleich, wurde so gemerkt, okay, ähm, irgendwas ist. Einen ticken anders. Also die Auswahl war leicht reduziert. Jetzt nichts, mhm. wo man sagt, oh Gott, jetzt kann ich hier nicht klarkommen. Aber es gab ein bisschen weniger Auswahl gefühlt und die Portionsgrößen waren auch so ein bisschen witzig. Äh, dass man das merkt. Ja. Ähm, vielleicht war es auch Einbildung, aber das war so der, der Eindruck. Und, ähm, mhm. und das finde ich halt auch nochmal, äh, gerade weil das so ein Mix ist aus... Äh, Wellness, slash einfach im Pool chillen, dann das Essen auch immer so ein, wie soll sagen, irgendwie so ein bisschen Highlight des Tages, weil du Klar. bist ausgehungert und freust dich abends halt auf irgendwas Geiles, weil du da halt so einen Punktkopf merkst du, ja, okay, vielleicht ist heute Abend einfach nicht geil und vielleicht gibt's mhm. so kleine Portzötchen von den Sachen, die ich lecker finde und dann muss ich mich mit, mit, mit Vorspeisen quasi äh, satt machen. Das ist schon nicht so super geil. Ähm, ja, das wären so die Sachen, wo ich sage, ja, okay, verstehe. das ist halt äh, in der Kombi halt. Nichts, wo man sagt, das äh, riskiert man. In der Hinsicht sagt, ey, ich, ich fahre halt da nochmal hin und bin, bin halt vielleicht vom Essen so ein bisschen enttäuscht oder die ja. Routen halt irgendwann doof. Ähm, ja. Aber darüber hinaus ja, ist auch alles gut. Ja, ja genau. Ja. Genau, das habe ich jetzt auch verstanden. Es ging, habe ich jetzt nicht so verstanden, wie deswegen war der Urlaub nicht so geil, sondern eher so im Sinne von deswegen halt das Mal wieder woanders hin, einfach mhm. mal zu gucken, mhm. wie es da so ist. Kann also sein, dass ihr dann feststellt, boah, krass, für den Preis war das ja dann doch. Noch mal mega geil eigentlich. Ja, ja, und, ja. Wenn, ne, und wenn man das so im Vergleich hat, keine Ahnung, ist ja auch völlig wurscht. Es gibt ja genug Auswahl an coolen anderen äh, Locations, wo man irgendwie hingehen kann. Ne? Genau. Sag ich mir jetzt noch letzte Frage, weil du hast gesagt, das Wetter war so unvorhersehbar. War auch einfach nicht so richtig gutes Wetter die ganze Zeit? Oder war es einfach so super wechselhaft? Oder? Weil eigentlich ist ja da auch Hochsommer gerade, oder? Ja, ja, ja. Es gab, okay. es gab drei, drei Wetterszenarien. Entweder war es brutal heiß, was hm. halt so wandern halt. Ja, semi-geil macht. Also kann man mhm. trotzdem machen, aber es ist halt dann zu heiß dann ist ja irgendwann. Cool, halt doch cooler vielleicht, ja. Klar. Ja, und äh, ich, ich merke das halt, ich habe halt immer wieder gemerkt, auch so an so Tagen, wo es nicht so heiß war, also wie viel ich dann schwitze beim Wandern. so. Und das ist äh, mit Rucksack und allem drum und dran. Und das ist halt sowas, wo ich denke, okay, weil über 30 Grad, knallende Sonne, das ist kein Schutz quasi, das ist eher so wie so eine, äh, eine Challenge, aber nicht so ein, so ein Fun. Ein bisschen also entweder gab es halt dieses brutal heiße Wetter, ähm, oder es gab halt äh, ja, so richtig so Nieselregen mhm. und ein bisschen Kühl, so zwischen okay. 18 und 20 Grad, was, was okay ist, was halt auch für Wandern und Sauna cool ist. Ähm, oder es gab halt so nichts aus, okay, es scheint so für eine Stunde die Sonne, dann gewittert's, dann regnet es, dann scheint wieder ein bisschen die Sonne, dann gibt es wieder Regen und ja, das waren diese so die ja, drei okay, Szenarien. Und dann haben wir mal so geguckt, aber, ja. okay, was ist morgen? Und es war, war halt auch so, dass du, wenn du abends guckst und morgens aufwachst, einfach unterschiedliche, also die Vorhersagen waren halt nicht so richtig langlebig. Mhm. Um, und daher war es halt ja, einfach so ein ganz spontanes Denken von wegen, hey, wir gucken einfach mal nach dem Aufstehen, wie sieht es denn wirklich aus? Und nicht, was sagt die App, <laughs> sondern wie sieht es draußen ja. aus? Und was oh, hofft man, was jetzt im den nächst, nächsten Stunden so passiert Wettertechnisch technisch? Mhm. Hm. Und yes. deine Woche danach noch frei? Wie war die so? Mm, so ein bisschen wie du, was du immer quasi vor dem Urlaub machst. Also mhm. so, ich habe, man hat so seine, seine To-Do-Liste so Dingen, die man immer das ganze Jahr gefühlt aufschiebt. Und äh, das war bei mir so eine Mischung aus, hey, ich guck mal, ob das Wetter geil ist, weil das war in Deutschland dann in der zweiten Woche auch so ein bisschen äh, wechselhaft zwischen, hey, es ist super geiles Sonnenscheinwetter und ja, es regnet den ganzen Tag. Ja. Und da so habe ich halt mal geschaut, okay, wenn. Sonnenschein ist, dann so ein bisschen Fahrrad fahren, ein bisschen draußen Zeit verbringen. Cool. Äh, oder halt irgendwie mal hier die Balkone ein bisschen ready machen. Das stand zum Beispiel auf der To-Do-List. Äh, oder halt einfach irgendwas am PC abarbeiten, was auch immer anstand. So. Und äh, Keller ausräumen, Wertstoffhof. So diese geilen Sachen, auf die man mhm. sich das ganze Jahr freut. Aber es war cool, um einfach dann zu sagen, jetzt sind die Sachen erledigt. Und jetzt beginnt so quasi die zweite Hälfte des, des Arbeitsjahres. Und dann kann man so einfach. Quasi mit, mit einer leeren To-Do-Liste reinstarten, was halt auch voll geil ist. Und äh, ja. daher super entspannt. Warst und, du einsamer mal schwimmen noch? Kein einziges Mal. Also im Urlaub okay. war ich im Pool halt ab und zu mal so ein ja. paar ja. Bahnschwimmen. Ja. Aber ähm, nee. Bisschen nee, also also gefragt, ob das. Ja. Nee, ich, ich wollte die ganze Zeit, ich habe so ein bisschen drauf gelauert, so, wann, wann ist ein guter Tag, aber irgendwie hat es nicht so gepasst. Okay, also Bock ist noch da sozusagen, hast du nicht gesagt, ach nee, schwimmen doch irgendwie eher nicht, dann fahre ich lieber ins Fitty oder so, sondern hast noch ich weiter war Bock so ein bisschen. Tatsächlich stattdessen oft eher im Fitnessstudio. Ja. Ich, ich wollte halt, also kennst du das, weil du einfach schon weißt, okay, es ist jetzt gerade Ferienzeit und du selbst stehst erst um 10 Uhr auf oder was? Oder denkst das du, okay, wenn ich jetzt ins Freibad? Ich, ja, ich weiß aber, stell dir mal vor. <laughs> ja. du, du, wow. du, du weißt ganz genau, du fährst ins Freibad und ja. es wird einfach brechtvoll sein. So. Und ja. äh, das heißt, ich habe immer auch so Tage gewartet, wo ich früh wach bin ah, und okay. wo vielleicht morgens schon schönes Wetter ist. Und das war hat irgendwie nie gepasst. <laughs> Korreliert so. <laughs> ja, ja ich, ich hatte das jetzt auch. Ähm, die treffe ich treffe mich morgen mit so zwei drei Freunden und äh, die haben auch gesagt, ja, wir können ja auch ins Schwimmbad gehen, ins, ins Freibad, ins Agua. Mhm. Und Ich war so, sorry, aber ich kann in den Fällen nicht ins Agua gehen. Also ich freue mich grundsätzlich immer, wenn ich Schülerinnen und Schüler treffe. Aber mhm. ich glaube, so Freibad in den Ferien ist jetzt, glaube ich, nicht das, wo ich zwingend unbedingt hin muss. Ähm, ja. Weil, nee, ist, glaube ich, schon sehr voll. Vor allem, wenn du halt ja. irgendwie die Option hast. Die, also dir wird es jetzt ja eher ums Schwimmen gehen, aber wenn es auch nur darum geht, ich chill mich ans Wasser, gibt es halt so viele coolere Naturorte, mhm. wo man also die Sieg oder was auch immer. Es gibt halt viel mehr ja. ja. das stimmt. Das stimmt. Und wie ging ja. die Arbeit wieder los? Und dann habe ich das Interview hier beendet. Quatsch, <laughs> aber mich interessiert das. Video. Wie hat die, das zweite, die zweite Hälfte quasi angefangen? Ähm, ich habe ein paar Tage gebraucht, um reinzukommen, weil einfach viel passiert ist. Ich war ja, glaube ich, zweieinhalb Wochen insgesamt nicht da. Und ich habe mhm. auch nicht aufs Handy geschaut. Also ich habe nicht äh, Mails Stark. gelesen oder irgendwas. Stimmt, und, das hat äh, sie ja vorgenommen im Urlaub auch und so, ne? So relativ ja, ja. starken digital Detox und so. Ja, das hat auch ganz gut funktioniert. Äh, nur hatte ich dann die ersten paar Tage so nie gehabt, dass ich so viel Zeit gebraucht habe, um einfach mal wieder zu verstehen, okay. wo sind wir jetzt, wo stehen wir jetzt arbeitsmäßig? Es ähm, war so ein hat bisschen so viel äh, verändert in zwei Wochen. Ja. Also ist ist es doch so viel krass? Mhm. Ja, also so viel, dass es halt, wenn du sagst, du hast den Anspruch, halt Sachen zu verstehen und zu gucken, dass du mhm. halt wieder nützlich sein kannst, dann hat es bei mir jetzt zwei Tage ungefähr gedauert, bis ich an den Punkt war um zu sagen, okay, ich kann jetzt wieder mitdenken und ich kann jetzt auch Vordenken zu einem gewissen Grad. Mhm. Das war so ein bisschen äh, eine neue Erfahrung für mich, weil es sonst äh, irgendwie schneller <laughs> ging. Aber ja. was völlig okay ist, jetzt die erste Woche ist jetzt rum und jetzt habe ich das Gefühl, ich war nie weg. Um, okay. Aber im positiven Sinne, du warst nie weg. ja im ja, Nicht im Sinne von. Nicht im ich bin wieder, <laughs> wieder so ausgebrannt wie vor dem Urlaub. Ne? Nee, 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 das gar nicht. <laughs> uh, ich, ich, jetzt, ich hätte jetzt auch, glaube ich, ich habe auch zum Ende gemerkt, ich hatte auch nicht mehr so. Lust auf also mich zu beschäftigen mit Dingen. Mhm. Also irgendwann, äh, also in meinem Fall war es so, ich hatte irgendwann so einen Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, es gibt jetzt nichts, was ich unbedingt im Fernsehen gucken möchte. Es gibt mhm. jetzt keine Serie, kein Film oder irgendwas. Okay, das Thema war irgendwie erledigt. Ich war äh, gut bedient mit Sonnenschein und draußen und alle möglichen. Äh, ich hatte alles erledigt und dachte mir so, okay, was mache ich denn jetzt das Wochenende, bevor es wieder losgeht und ich mir so, okay, ich kann, also ich brauche jetzt irgendeine Beschäftigung, ich muss mich jetzt irgendwie zu etwas also, yeah. was ich sagen will, ist, ich, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, noch mal zu Warcraft Paladin Level 70, was? was? <laughs> ja, sowas hätte ich dann halt machen können, aber dann, äh, ja, für zwei Tage ist dann auch irgendwie komisch. Ja, und äh, ja. es war ein gutes Zeichen, glaube ich, und zu sagen, okay, es äh, kann jetzt weitergehen, ohne dass ich jetzt das Bedürfnis hätte, es in der Woche wieder frei zu haben oder so. Ja. So, für gut, spricht das so ein bisschen dafür, dass du sagen würdest, ey, vielleicht dann in Zukunft eher so dieses, ich nehme mir mal so häufiger drei, vier Tage frei, anstatt ein-, zweimal länger sozusagen? Oder ist das, kommt es voll drauf an? Oder ist das jetzt so ein Learning daraus? Ne, ich glaube, ich glaub so zwei, zweieinhalb Wochen ist schon gut, einmal im Jahr. Okay. Ähm, um an diesen Punkt zu kommen. Ich hatte auch Jahre, wo ich nicht das Gefühl hatte, scheiße bin jetzt irgendwie gelangweilt, ich baue jetzt wieder Action. Ähm, mm. Aber dieses Jahr war es halt doch so. Und ähm, ich glaube, für diese zwei, drei Tage frei oder mal so eine Woche frei, ist es halt nie so ein Erholungseffekt, den ich dann ja. spüre, sonst ist es dann eher so, okay, ich habe jetzt ein paar Tage Zeit, um andere Dinge zu tun. Aber dann dieses völlig runterkommen, dieses völlig abschalten, das äh, ja. dafür sind zweieinhalb Wochen, glaube ich, schon ganz gut. Ja. Und so eine Langeweile ist ja auch, wenn die so selbst gewählt ist, auch, ich also ich hatte das jetzt auch mal so ein bisschen in diesen drei Wochen und dachte mir so, boah, geil. Also fand fand's wirklich cool. Also wenn es so gerade so zwei Tage oder so sind, kleine Moment denkt man manchmal dann so, boah, bin ich gerade unnütz und keine Ahnung was. Aber ich finde so, man denkt sich im gleichen Moment auch so, ah ja, aber das ist auch das, wovon alle immer reden. Äh, dieses, okay, um mal wirklich die Birne freizukriegen, mhm. ist es eigentlich äh, ganz, ganz cool, mal eben nicht an Schule oder Arbeit oder so zu denken. Um, und das macht ja, wie du auch sagst, dann ja auch so ein bisschen Vorfreude wieder, dass es dann irgendwie losgeht. Mhm, und das ist ja m -m. eigentlich total cool, wenn man sagen kann, hey, das, also da hat ja irgendwie dieser Urlaub genau sein Ziel erfüllt. Genau. So, du hast selber ja. dich entspannt, du hast wieder Bock zu arbeiten. Super. Ja, genau. Nice. Ja, aber kommen wir mal zum eigenen Thema. <laughs> <laughs> äh, wie lange sind wir, noch? Sommerferien? Noch eine Woche, zwei? Äh, genau. A eine Woche quasi noch. Aber okay. also eigentlich anderthalb Wochen äh, für die Schülerinnen und Schüler. Aber wir Lehrerinnen und Lehrer fangen ja meistens, also da geht es schon ein bisschen früh los mit Konferenzen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt ja so ein bisschen Glück, dass meine Nachprüfungen da in Bio doch nicht stattfinden. Mhm. Ähm, habe ich, glaube ich, vorhin Film schon erzählt. Also glaube, das war schon klar, ne? Ähm, sonst hätte ich jetzt schon jetzt ab Montag theoretisch diese Prüfung irgendwie haben können, mhm. aber dadurch, dass diese Sondersachen wegfallen, bei mir geht's ab Montag los und dann ist dann irgendwie der Konferenz, dann ist da äh, Sicherheitsbelehrung und so. Also es ist eigentlich, ehrlicherweise, das nettes Beisammensein, so ein bisschen ankommen. Mhm. Die Orga, die jedes Jahr so anfällt, ein bisschen abzuarbeiten und es ist auf der einen Seite, ist, es fühlt sich ein bisschen repetitiv und unnötig an, dafür dann in die Schule zu gehen, aber mhm. gleichzeitig ist es eben auch schön, um so also, ne, das lässt sich nicht mit deinen zwei Tagen jetzt vergleichen, aber du kommst halt schon wieder in diese Routine rein. So, du gehst mhm, halt irgendwie zur Arbeit, du kannst dann da, aber ist noch nichts los. Das heißt, du kannst ganz entspannt mal gucken, geht mein Laptop eigentlich noch, funktioniert das Whiteboard in meinem Raum und keine Ahnung was und hast dann nicht am ersten Schultag neue Klasse bisschen aufgeregt und dann auf einmal, ah, das geht nicht, ah, okay, der Schüssel passt nicht mehr, ah, keine Ahnung, irgendwie <laughs> solche Sachen. Und dafür sind diese zwei, drei Tage eigentlich ganz cool. Und du hast, gehst schon in die Schul Schulwoche rein und weißt so, ah, es ist nur eine halbe Woche, das heißt, mhm. das ist auch ein entspanntes Ankommen für die Schülerinnen und Schüler meistens, ähm, weil die auch ein bisschen brauchen, um wieder reinzukommen. Also meistens ja. mehr als wir. Und ähm, deswegen ist es eigentlich perfekt. Jetzt noch anderthalb Wochen. Ich fange so ab, morgen, übermorgen ein bisschen an mit Vorbereitung mhm. mh, für, für, die, für die Kurse. Aber entspanntes Vorbereiten, das geht. Ich glaube, am anspruchsvollsten wird. Ähm, der neue Bio-LK, der jetzt kommt, ich habe ja erzählt, dass mhm. ich pedal LK nicht bekommen habe, so einen Bio-LK, ne, und da jetzt diese Steuerpläne quasi anstehen, ähm, habe ich schon mal irgendwann, glaube ich, von erzählt, kann ich dir nochmal in Ruhe irgendwann an einem Podcast erzählen. Das heißt, dieses, dass ich von fünf Stunden, vier Stunden quasi unterrichte sozusagen und die eine Stunde im LK ist dann so eine Steuerstunde, wo die halt so selbstgesteuert an so Plänen, an so von mir erstellten Steuerplänen quasi arbeiten. Ein bisschen mhm. wie, das, das klingt so gemein, aber so ein bisschen wie in der Grundschule, diese diese Wochenpläne so ein bisschen so. Ne? Mhm, ähm, und genau, hat irgendwie Vor- und Nachteile. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen kritisch, ähm, aber das äh, muss ich einfach mal testen, mal gucken, wie das so wird. Und das wird halt ein bisschen aufwendiger, weil das das erste Mal ist. Und da musst du irgendwie Unterricht so planen, dass du denkst, okay, diese vier Stunden mache ich das. Ah, was ist, wenn denn aber davon meine Doppelstunde ausfällt? ah, dann geht dieser Wochenplan irgendwie weiter, aber das nicht. Das heißt, du musst dann irgendwie so Themen da reinlagern, wo es so ein bisschen egal ist, wo die nicht so viel Vorwissen brauchen oder nicht. Mhm, also da, das wird eher, ja, das wird so ein bisschen herausfordernd, aber das wird auch okay. Genau. Und ja, ich habe ähm, dir gerade schon davor erzählt, dass ich jetzt hier irgendwie eben noch zwei Stunden Film geschnitten habe, mhm. ähm, weil ich habe mir das keine Ahnung, wann mal angewöhnt. Weißt du noch, irgendwann mal habe ich mal, als ich nachts im Skateboard hier durch Köln gefahren bin und so, ja, ja. habe ich mal so, so da, als man das bei Snapchat irgendwie so für sich da hat mir, habe ich es einfach mal so ein bisschen dir auch und irgendwie noch Chiara geschickt. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und seitdem habe ich dann immer so im Urlaub auch immer so kleine Filmchen irgendwie aufgenommen und mhm. lieber gemacht, als Bilder zu machen, weil ich finde Bilder oft ziemlich Lame. Also, es gibt halt irgendwie so zwei, drei schöne Bilder, aber oft ist es ja so, wenn ich das Bild, keine Ahnung, Yosemite National Park google, ist das Bild, das ich da sehe, meistens cooler als mein Bild. So, ja, ja, ähm, natürlich hängen an meinem Bild die Emotionen und so und das ist trotzdem schön und so Bilder haben auch einen Wert, so einen emotionalen. Aber ich finde es dann für mich in der Rückschau von dem, was ich wirklich mache, viel cooler, so kleine Videos zu haben, weil dann mhm. viel deutlicher wird. Hatte ich einen Jetlag oder hatte ich keinen? So, und wie ging es uns eigentlich da? Und wie ist die Lage? Und es macht mir selber mehr Spaß, das anzugucken, als durch Bilder zu scrollen. Weil ich mir immer mhm, denke, es ja, ist halt so, wie wenn ich schönebilder.de durchscrolle, dann im Zweifel. Ähm, genau, und das habe ich jetzt eben noch ein bisschen zusammengeschnitten. Deswegen habe ich noch so ein bisschen einen Ablauf auf dem Schirm. Mhm, m -m. Ähm, und äh, Genau, kann ich mal so ein bisschen erzählen. Ähm, wir sind ja von Frankfurt geflogen. Und das war erstaunlich cool. Ähm, blöd war nur, dass so eine nervige Baustelle da war auf der Strecke, weswegen wir halt nicht irgendwie einen schönen 49 Minuten dahinfahren konnten mit Rail Fly, sondern sind dann irgendwie zwei Stunden im Auto hingefahren, anstatt irgendwie mm -hmm. drei Stunden mit der Bahn zu fahren, weil das war mir ein bisschen zu heikel bei so einem Flug. Und dann konnten wir, das gute war, ich war eine Woche vorher bei Michi da in Frankfurt und dann haben wir einfach bei ihm in der Nachbarschaft da quasi geparkt, wo wir wussten, dass da freie Parkplätze sind, mm -hmm. haben Chiara's äh, äh, Firmenwagen genommen, haben wir eingestellt und wir sagten, ja. Oh, der kann drei Wochen da stehen, ist ein bisschen egal. <lacht> <lacht> und ähm, sind dann äh, von da aus quasi mit der U-Bahn zum Flughafen gefahren. Und ähm, der frankfurt Flughafen ist echt ganz cool. Ich war da lange, glaube ich, nicht mehr und habe das Gefühl, keine Ahnung, also, ich sagen, wir Leben jetzt ja so vier, fünf Flughäfen mal so kennengelernt. Und das ist schon einer der cooleren. Also einer der besseren, wo man so das Gefühl hat: okay, ich komme da rein, ich weiß mhm. genau, wo ich hin muss, was passiert. Es ist nicht zu groß, dass man so denkt, ich weiß gar nicht, wo das ist, ob es in Düsseldorf ist oder so, wo dann, oder ob es Köln ist, wo dann auf einmal noch so eine, so eine Bahn zwischen so Terminals nehmen muss. diese komische Schwebebahn oder was auch immer. So in Düsseldorf hast du das. Oder, ja. Genau. Und das fühlt sich halt für mich immer so super weitläufig aus. Da habe ich immer Angst, ah, muss ich jetzt irgendwie, wenn ich mich beeilen muss, muss ich eine Viertelstunde in diese Richtung laufen, mhm. bis ich irgendwo hinkomme mhm. oder was passiert. Aber das, genau, einfach ein schöner, netter Flughafen, ich finde. Ähm, wir sind, glaube ich, neun Stunden ungefähr geflogen. Mhm und haben uns vorher, weil es ist mit Chiara ein bisschen, also schwierig, das, ist das falsche Wort, aber so Flughafen-Flugzeugessen ist wahrscheinlich nicht vegan in der Regel. Das heißt, äh, nee, haben wir die haben, eine vegane Option? mittlerweile? Doch genau, aber du musst die vorher bestellen. Das heißt, wenn ah, du ja, nicht ja. nichts sagst, dann kriegst du natürlich irgendwas. Und Deswegen haben Klar. wir so also vorher uns das Essen so vorbestellt. Das heißt, wir wussten schon so, was wir bekommen und es war irgendwie ganz cool, weil das wirklich ganz in Ordnung war und äh, ziemlich cool war eigentlich tatsächlich, muss man sagen. Ähm, und cool ist mittlerweile in so neuen Flugzeugen irgendwie, das ist mit Condor geflogen, und die haben da vorher schon eine App gesehen, sie fliegen mit dem neuesten Flugzeug. Und wir waren so, okay, was bedeutet das genau? Keine Ahnung. Aber das waren so Kleinigkeiten, die irgendwie cool waren, wie, dass du mittlerweile deine Bluetooth-Kopfhörer mit diesem Bildschirm verbinden kannst. Du brauchst nicht mehr diese 1,30 Euro Klinken-Kopfhörer, die wehtun. Und du kannst da am, im Flugzeug kannst du dich zum Beispiel ins WLAN einloggen, wenn du da Bock drauf hast. Oder du hast mhm. von denen halt irgendwie, nicht jetzt irgendwie drei Filme, sondern du hast irgendwie eine riesengroße Filmauswahl und so. Und deswegen war es super entspannt. Ich fand es trotzdem noch mal spannend, wie teuer sich die, also wie krass so die Unterschiede zwischen diesen, ähm, wie heißt das, zwischen den Preisklassen einfach quasi sind. Ne? Wir sind jetzt halt das günstigste quasi geflogen und dann gab es noch quasi e e Economy Plus, wo man denkt: Okay, das ist, das ist irgendwie das. Und das ist dann quasi die Economy: Du hast irgendwie so 10 Zentimeter mehr Platz von den Stühlen, wo man so denkt: mhm. Das ist eigentlich schon ganz geil, aber es ist nicht 160 Euro geil. Mhm. <laughs> so, also, dass du dann irgendwie so viel mehr Geld dafür irgendwie bezahlst. Und ähm, weil die haben irgendwie so Werbung für so eine App gemacht, die hieß irgendwie so. Seatbörse oder so. Du kannst halt quasi dann so für so Sitze steigern. Äh, die, die versteigern mm, dann quasi mm -hmm. die freien Plätze so, witzigerweise. Und dann habe ich mal geguckt, ja, dachte ich mir so, okay, wenn du wie bei eBay so ein Euro bieten kannst und vielleicht macht das keiner, dann ist es ja irgendwie ganz geil. Ja, nee, 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 nee. Das fängt schon da irgendwie an, dass du nur mega viel Geld dafür bezahlen kannst mm, und so. Das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie crazy. Ähm, aber das Coole an dem Flug war, noch, du hast halt an den Seiten so Zweierreihen gehabt. Du hast ja oft hast in Flugzeugen so Dreierreihen und so und dann sitzt mhm. halt irgendwie immer irgendein Random dabei oder ist irgendwie, weißt du auch nicht. Und so war es irgendwie ganz cool. Es waren irgendwie außen zwei, in der Mitte glaube ich vier oder fünf und dann wieder zwei. Und mhm. dadurch war es irgendwie ganz chillig, wenn man so zu zweit saß und da war es irgendwie ganz in Ordnung und Voll wir gut. Hatten auf dem Hin- und zwei schreiende Babys um uns rum, <laughs> so ein bisschen. Ähm, was zwischendurch echt ein bisschen nervig war, gerade auf dem Rückflug, wo du echt pennen wolltest. Auf dem Hinflug haben wir, glaube ich, so hyped und äh, mm -hmm. dass man dann eh sich abgelenkt hat und wir haben die ganze Zeit Filme geguckt und keine Ahnung, was Auf verrückt war, es so okay, wir müssen schlafen, heute Abend ist Kletter Wettkampf. Äh, wir wollen keinen Jetlag haben, Kara will muss arbeiten, wieder jetzt die Tage und dann mm -hmm. war es so, ah, so viele Störquellen keine Ahnung, was auf dem Hinflug haben wir es überhaupt gar nicht mitbekommen, deswegen mm -hmm. war es ein total schädlicher Hinflug. Genau, und dann sind wir in Vancouver gelandet, haben unseren Mietwagen abgeholt, das hat auch alles super easy funktioniert, ähm, da haben wir so einen witzigen. Äh, du kannst das ja vorher nie sehen du siehst dann du gibst dann irgendwie eine, eine so eine Fahrzeugklasse irgendwie mhm, an mh. und Chiara meinte so ja wir sollten irgendwie quasi die kleinste Geländewagen in Anführungszeichen Kategorie nehmen also wenn mhm. da wenn du irgendwie zu irgendwelchen Wanderwegen fährst und da manchmal so unbefestigte Straßen und Chiara war ja schon vor acht Jahren mal da und meinte mhm. mit so einem kleinen also mit so einem normalen Auto ist es manchmal nicht so geil, weil der einfach aufsetzt mhm. und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, und dann haben wir so einen lustigen Ford Bronco bekommen. Kennst du den? Ähm, ich habe ich Bild hatte ihn vorher. Ja. Ja, ja, ist irgendwie also es ist wirklich echt so, wenn du dir so einen Jeep vorstellst, inhalt so klein für mhm. den für den deutschen Otto, der Bock hat, irgendwie so einen Jeep zu fahren, <laughs> aber niemals so Jeep. Äh, quasi Dinge tut, <laughs> sondern mhm. eigentlich nur zum Einkaufen fährt. Aber der war perfekt für uns. war voll geil. Du saßt irgendwie schön hoch. Das war irgendwie mhm. genug Platz für alles dabei und das war irgendwie ganz geil. Und ähm, genau, dann sind wir losgefahren. Und dann sind wir ähm, erstmal so nach Vancouver irgendwie so ein bisschen reingefahren und dann von Vancouver nach Abbotsford. Das war so der erste Stopp für uns, wo wir eine Nacht pennen wollten, weil der Plan mhm. war, relativ schnell durchzuballern zu den Rocky Mountains. Und in einer Strecke nach so Flug haben wir uns das jetzt nicht sofort zugetraut. Deswegen haben wir gesagt, wir pennen eine Nacht da in Abbotsford, weil wir auch abends ankamen. Also wir sind irgendwie in, sagen, um acht abends da in Abbotsford mm -hmm. gewesen. Und dann hätten wir durchgefahren, wäre Killer gewesen. Deswegen, ähm, das war witzig. Und da haben wir schon das erste, habe ich meine erste Erkenntnis gehabt, die ich gar nicht wusste über äh, Kanada. Und zwar waren wir da in so einer richtig witzigen ähm, indischen reichen Community irgendwie. Das war unser Airbnb. Mm -hmm. Und da. Ähm, war das so mein erster Hin also ich, kann, ich will jetzt nicht das so super chronologisch erzählen, aber das war, war schon irgendwie witzig, dass man sagte, so okay, wir sind einfach nur in der gerade, was ist hier passiert. Mm -hmm. so. Also ähm, das hätte ich irgendwie nicht erwartet da in Kanada. Und dann später in Gesprächen so mit ein paar Einheimischen und so ähm, haben uns auch erzählt, dass es wohl so zwei Migrationswellen in Kanada quasi gab. Das ja. so, erste war asiatisch quasi. Ähm, ich kann jetzt ja nicht sagen, ob es aus Japan speziell war oder nicht. Kann, kann ich nicht genau mhm. sagen, ob es Korea oder so war. Ähm, und eine zweite, die jetzt gerade auch noch sozusagen läuft, ist eher so ein bisschen indisch. Und dann habe ich also gefragt, ja, warum und wie kommt's? Also, und meinte er, ja, guck dich mal um, hier ist halt super viel Platz. So, mhm. also hier mhm. kannst du halt super günstig und super viel Platz quasi haben. Und das wohl dann ganz viele ähm, ich, das war immer so ein bisschen auch an der, an der Grenze zur Fremdenfeindlichkeit. Deswegen weiß ich immer nicht genau, wie sehr man das jetzt so alles für bare Münze nehmen kann oder ob das auch so ein bisschen die Clown unserer Jobs ist. Deswegen kann ich es richtig einschätzen. Aber er meinte so, dass halt super viele reiche Inder kommen, die sich halt mhm. da Immobilienfirmen aufbauen und Immobilienfirmen kaufen und denen die ganzen Häuser quasi jetzt gehören, da so ein bisschen. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber ich glaube, was wahrscheinlich so von meiner Beobachtung jetzt her und was auch irgendwie Sinn macht ist, dass halt Leute was im Ausland sagen, ey, da ist halt Grundstücke alles super günstig, dann gehe ich mit meinem Geld dahin, es ist da einfach mehr wert sozusagen, kann ich damit mit anfangen, ja. kann da mit meiner ganzen Familie irgendwie Häuser kaufen und dann können wir hier halt ein schickes Leben führen, so und die machen anscheinend wohl viel Geschäfte und aber er hat es halt so betont im Sinne von, dass es nicht jetzt ist da kommen irgendwie die armen Flüchtlinge oder keine Ahnung was, sondern es war wohl mhm. schon, dass es eher so dargestellt wurde, oder es wurde mir eher so dargestellt wie, da kommen ja Leute mit viel Geld und die kaufen sich halt hier im Land ein, sozusagen in irgendeiner Form. Und es hat Vorurteile, es hat aber auch im Zweifel so ein bisschen Nachteile. Ähm, genau, nur kurz um diese zwei Punkte, die der uns mhm. gesagt hat, mhm. noch so einzuwerfen, ohne dann selbst jetzt die Riesendiskussion aufzumachen. Ich meine, auf der einen Seite haben die halt deutlich ausgeprägter als wir dann noch mal in manchen ähm, Bereichen diese Diskussion mit, warum denn die und nicht wir? So nach dem Motto: mm, mm. denen werden Firmengründungen wohl super erleichtert, also nicht den Indern, sondern den Menschen, die aus dem Ausland kommen. Ja, ähm, ja. Mit geilen Visa und die kriegen wohl, also wo dann hierbei Leute sich beschweren, warum kriegen die ein Handy so ungefähr? Die kriegen mm. da wohl ganz, ganz andere geile Boni sozusagen vom Land, wo dann äh, die eigenen Firmengründer dann es deutlich schwieriger irgendwie haben und dann natürlich die sich auch denken, ja. Nicht, dass sie jetzt deswegen irgendwie die, die von außen kommen, doof finden, aber die halt dann trotzdem sagen, die Regierung ist halt doof, weil warum machen wir es nicht für uns auch? Ich würde das gerne auch machen. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Aber gleichzeitig meinten die eben auch, dass wir, dass die halt die Leute brauchen, dass die halt einfach nicht genug, also dass die, es einfach wichtig ist, dass Menschen in dieses Land kommen und deswegen ja auch diese Prinzipien quasi fahren und das läuft wohl ganz gut, dass man Leute, dass man viel Migration anregt. Und da haben wir noch mit einem alten Mann gesprochen, in Vancouver letztens voll geflogen sind, das war ganz witzig, weil der meinte dann so, ah, diese, die, die, äh, die Asiaten, die kamen so, voll cool, die sind voll nett und so voll süß und so, das, die haben es alles voll gut gemacht, aber mhm. diese Inder, die kommen jetzt so mit ihrer, letztens ganz mit ihrer Alpha Male, äh, Attitude so hierhin und das, seitdem gibt es irgendwie Probleme. Das ist wie bei mhm. euch mit den Türken. Und dann war ich so, oh, ich weiß nicht, ob das ein Gespräch ist, das ich jetzt hier noch so weiterführen möchte oder ob ich jetzt nicht gehen sollte, aber ähm, ich glaube, äh, ja, das sind halt irgendwie so ein bisschen die beiden e Eindrücke, die ich da irgendwie gewinnen konnte von mhm. Migration mhm. in irgendeiner Form. Ich ähm, habe selber null Berührungspunkte damit gehabt. Mir ist nur aufgefallen in Vancouver jetzt auch am Ende, dass ich den Eindruck hatte, dass sehr viele Menschen, ähm, die indisch aussehen, ähm, super viele Jobs hatten, die so sehr, ich weiß nicht, ich, die sehr präsent waren, aber halt eher so, wo ich mir vorstellen könnte, nicht so geil bezahlte Jobs sind. Also die meisten Securities in den Läden, weißt du, die am Eingang stehen, eigentlich immer nur hm, Leute angucken hm. und sonst, glaube ich, nichts tun, ehrlicherweise viele von den, ähm, von den Menschen hier, die die Mülltonnen eingesammelt haben und so weiter und so fort. Mm. Das waren alles sehr, sehr viel indisch aussehende Menschen sozusagen, wo ich dann wieder dachte, ah, das passt irgendwie nicht ganz auf den ersten Blick zu diesem, die sind alle reich und kaufen jetzt hier alle Gebäude und leben in ihren Communities und das ist wirklich mm. so, also, ja, nö, die machen halt auch irgendwie dann normale Jobs und wie auch immer. Deswegen, ich kann das überhaupt nicht so richtig beurteilen. Ich fand es nur wirklich eindrücklich, ähm, wie viel... Ähm, Asiatisch aussehende und indisch aussehende Menschen da überall rumlaufen. Das war irgendwie spannend, mhm. weil man dann zwischendurch gar nicht mehr so ähm, wusste, ist man jetzt gerade quasi in Chinatown oder nicht. Und das war irgendwie interessant, dass so ganze Betriebe dann irgendwie von Menschen geleitet wurden, die nicht so kanadisch aussahen und dachte so, mhm. ja, wie soll man das denn beschreiben? Es also lässt sich so schwer beschreiben irgendwie, mh, weil. Das, so, das war so ungezielt. Also du konntest gar nicht so richtig sagen, ah, das ergibt jetzt für mich total Sinn hier. Sondern man hat sich immer gefragt, hä, hm. warum ist jetzt hier quasi keine Durchmischung? Warum ist jetzt hier nur asiatische Läden, ist aber nicht mhm. Chinatown? Also es ist dann irgendwie, keine Ahnung, der Neigladen, in dem quasi nur Asiaten arbeiten. Und ich so, hä, mhm. Also, warum ist hier keine Durchmischung? Weil Vancouver ja schon sehr durchmischt ist, aber es wirkte dann doch so ein bisschen. Grüppchenmäßig, so das, das, ich glaube, darauf möchte ich mhm. quasi hinaus, und das fand ich mal ganz spannend. Vielleicht fällt aber diese Durchmischung einfach nicht so auf und deswegen bemerkt man die nicht und die gibt es aber ganz viel. Mhm. Oder es ist halt wirklich so ein bisschen mehr Grüppchenbildung, als ich mir das als man sich das vielleicht wünschen würde, oder wie auch immer, oder was vielleicht keine Ahnung, ein anderes, mhm. diverses Bild zeigen würde. Genau, ähm das, sonst war der erste halt da, dieses kleine Dörfchen in Abbotsford, wir haben es gar nicht angeguckt, wir haben einfach gepennt im Airbnb ja, und, ja. und sind dann äh, am nächsten Tag direkt weitergefahren. Das war alles chillig, alles supi alles doopy Und sind dann ähm, in Golden, in den Rocky Mountains quasi angekommen. Und das war der erste Stopp, wo wir dann auch acht Tage, glaube ich, waren. Und das mm, ähm, okay. habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, ne? wenn wir so nach Norwegen und so gefahren sind. Ich bin immer eher so ein bisschen Fan von, man ist auch mal so fünf, sechs Tage da. Und nicht, dass wir Chiara jetzt Fan davon, drei Tage irgendwo zu sein. Aber manchmal ergibt es einfach Sinn, dann nur drei Tage irgendwo zu sein. Wenn Man sagt, okay, wir mhm. wollen die drei Sachen abklappern. Du hast halt begrenzte Zeit, da musst du halt irgendwie ein bisschen länger Zeit klar. verbringen. Aber ich habe mich da sehr darauf gefreut, diese acht Tage an einem Ort erstmal zu sein, anzukommen. Und, äh, und Chiara genauso. Also, es soll jetzt gar nicht so mhm. sein, ich und sie, sondern das fanden wir halt super. Und das war dann so ein bisschen auch jetzt im Nachhinein so unsere Adventure-Woche. Und mhm. ich glaube auch, muss ich sagen, so die coolste Woche, weil ähm, da hatten wir auch am Anfang so ein bisschen Diskussionen, weil sie quasi immer so war: okay, lass uns noch das buchen, lass uns noch das überlegen, lass uns noch das machen und lass uns das mal Ich war so: ey, können wir nicht einfach chillen? Kann ich nicht aber ein bisschen Olympia gucken, so ungefähr? Also, das habe ich jetzt so mm -hmm. nicht gesagt, aber das so in meinem Kopf war so: so ja, ich, wir können doch auch einfach hier so ein bisschen so. Und dann. Ähm, war es aber sehr gut, dass ich breitschlagen ist das falsche Wort, aber dass ich mich dann doch relativ schnell darauf einlassen konnte und sagen konnte, ja, ich Idiot, was erzähle ich denn da? Wir sind halt nur einmal hier. Warum? Also jetzt, ne? ja, ja. jetzt ich kann halt auch chillen woanders. <laughs> und, ähm, ich glaube, ich hatte immer so im Kopf, so wir haben noch drei Wochen. Warum müssen wir jetzt so einen Stress machen? Und im Endeffekt ja, war es ja. jetzt perfekt eigentlich. Ähm, und dann ging es jetzt so ein bisschen los, ähm, dass wir ähm, Erstmal ne, ne, beim ersten Tag, als wir da waren, quasi sind wir zu so einem coolen See gefahren. Er heißt irgendwie Lake Louise. Das ist ja dieses klassische Beispiel für Ultra-Instagram-Location, aber mit Begründung quasi, also weil es eben auch einfach ein super schöner Ort ist. Das ist ja dann mhm. eben oft so. dass ne, Es gibt ja Gründe, warum Leute da nicht hingehen. Ähm, und zweite witzige Sache dazu ist immer, wenn du dann irgendwie fünf Meter weiter gehst, ist halt keine Sau mehr da. Das ist halt so witzig, das mm -hmm. mal so in echt zu sehen, wie dann diese Busse, die Leute so rauswerfen. Dann gehen die raus, machen ihre drei Bilder, dann steigen die wieder ein, dann gehen die wieder. Mm -hmm. Und ähm, das ist halt so, meine Chiara auch, als sie da war vor acht Jahren, wenn du dann mit so einem Busunternehmen hinfährst, so sind die halt konzipiert. Die sagen halt, ey, pass auf, du willst diese fünf Sachen sehen. Dann steig hier ein, wir werfen dich da raus und dann fahren wir halt wieder und du musst halt mitkommen, ja, ja. so ungefähr. Und das ist halt echt schön, diese Freiheit zu haben, zu sagen, wir fahren einfach mit, mit dem Auto hin. Und können da einfach den ganzen Tag verbringen. Und das war super, super cool, ähm, mhm. weil dieser, dieser See so. Ich glaube, da habe ich ja noch ein Bild von geschickt, ne? weil der so erstaunlich blau irgendwie ist. Der so türkis-bläulich, mhm. weil da einfach so viele Mineralien irgendwie ausgewaschen werden. Deswegen sieht er so ein bisschen unnatürlich cool irgendwie aus. Das war irgendwie ganz schön. Und auf dem Weg dahin haben wir auch unseren ersten und, Spoiler, einzigen Bären gesehen. Ähm, mhm. äh, <laughs> auf der, an der Autobahn, also beim Highway sind wir gefahren. Und dann, ich habe die ganze Zeit. Ich, ne, mit Adleraugen immer mehr auf den Seitenrand geguckt als auf die Straße natürlich, weil ich mm. immer wissen wollte, <laughs> was sehen wir hier für coole Tiere. Und dann habe ich so einen schwarzen Punkt gespottet und dann sind wir direkt ra links rangefahren und dann war der auf der anderen Seite des Highways und dann war da so ein Bärchen in den, in den Büschen mm. und äh, so ein Schwarzbär. Und dann konnten wir den erstmal ein bisschen beobachten. Das war richtig cool. Hätten wir gewusst, dass es unsere einzige Begegnung quasi bleibt, wären wir glaube ich ein bisschen länger da stehen geblieben. Aber so war mm. ich so: mm -hmm. Ja, können es halt auch weiterfahren? So mm -hmm. irgendwie. Mm -hmm. Ähm. Weil ich dachte, ja, wenn wir jetzt am ersten Tag, auf dem ersten Fahrt, dann muss dann, die müssen ja hier ja, ja. überall lauern, diese Bären. Die warten darauf, von mir begrüßt zu werden. Mm -hmm. <laughs> Aber nein, so war nicht. Aber es war äh, trotzdem eine sehr schöne, äh, coole Erfahrung, irgendwie mal so einen Bär zu sehen. Und ich habe ja vorher immer gedacht, ja, ich kriege den schon im Schützkasten, kriege den schon niedergerungen, wenn er jetzt kommt auf einer Wanderung. Mm -hmm. Den hätte ich auch gepackt. Der war klein, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Also war, war noch ein Jungtier, ja. Auf die Entfernung sah der klein und süß aus, auf jeden Fall. Ja. Ja. Man denkt sich auf jeden Fall so: Ich verstehe, warum Menschen viel zu nah an so Bären rangehen, weil sie halt mhm. denken, ja, ich kenne halt Teddybären und die sind süß. <laughs> so, und warum mhm. ist er nicht süß? <laughs> so, ja. <laughs> ähm, genau, dann noch so kleine Mini-Sachen Mini von diesem ersten Tag. So. War das coole: Ich habe Tim Hortons kennengelernt. Kennst du Tim Hortons? Das ja, ist so eine Fastfood-Kette, gell? Ja, ich kannte das gar nicht. Ja, Kira, ist ja so, Ich kenne so das erzählt, von meint, How das I das Met Your Mother noch, so, da haben die ständig Witze drüber gemacht. Ne? Hm. Ja, es ist ich irgendwie so eine Frühstücks-Fastfood-Kette. So ein bisschen hm. wie IHOP wahrscheinlich, ne? So mit so Pancakes und Ahornsirup und sowas. Das ist ähm. Ja, gar nicht so mega kanadisch, ehrlicherweise. Es ist mhm. eigentlich fast ein bisschen räudiger. Es ist eigentlich eher so oh. Bagel mit Peanut Butter und Jelly und halt so das, was hier bei Mac is der Egg Mac Muffin ist, ist halt bei mm -hmm. denen riesengroß. So Muffins heißen die Dinger da irgendwie. Mm -hmm. Und die sind da halt mit allem möglichen Kram belegt und alles so fettige, ungesunde Sachen. Und ich an diesem Tag auch. wusste ich, ich möchte hier jeden Tag essen. <laughs> aber wir haben es nur fünfmal oder so geschafft. <laughs> und was noch cool ist, ähm, das Tanken da. Ähm, was ist wie Amerika? Das ist jetzt gar nicht so die große super Erkenntnis, aber auch da... Brauchst ja halt keinen Menschenkontakt mehr. Mm -hmm. so, du fährst an die Tankstelle, drückst auf deinen Knopf, tapst die Karte dran, tankst, der bucht mm -hmm. dann so viel ab, wie du getankt hast und du fährst weiter. So. Mm. Einfach irgendwie chillig und cool, wie ich finde. Nice. Nice. Genau. Ja, ähm, so, das ist so ein bisschen Tag 1. So. Da waren auch noch super viele Mücken. Also keine Sorge, ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Tag so lange durchgehen. Das ist nur. Äh, Kannst du auch mal gerne sagen, was soll. Ja <laughs> du hast gesagt, ich alles aufschreiben. Ja. Ähm, genau. Dann äh, viele Mücken, viele Mücken, viele Mücken. Aber das äh, No-Bite aus der Apotheke hat geholfen. Das war ganz hm. geil. Also, weil man immer so denkt, ne, so autan, die ganzen Sachen helfen irgendwie nicht. Das aus der Apotheke hat super geholfen. Das war richtig gut, ähm, dass auch ich überleben konnte. Hm. Auch gut. so quasi zur Prävention oder halt, wenn du gestochen wirst, um. dann Nee, immer nur Prävention. Also, okay. das ist, damit die dich einfach nicht stechen, Und das funktioniert echt richtig gut. Und wir hatten noch so, so einen kleinen Heated, habe ich dir davon erzählt? So wie dieser Warzenentferner, nur andersrum. Ja, quasi. das quasi. <laughs> ja, also, statt zu kühlen, zu erfrieren, wird es erhitzt genau. und dann. Und das Coole ist, es ja. cool, ist halt so ein kleiner Mini-USB-Stick. Das heißt, du kannst ja einfach in dein Handy reinstecken, mhm. dann lädt er mhm. quasi auf und dann kannst du das dann da drauf machen, direkt unterwegs und das ist cool. Da hast du halt nicht so ein großes Gerät dabei oder keine Ahnung was. Mhm. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Aus. Genau. Blabli bla bla, bisschen da rumgewandert, das war alles super schön. Und dann äh, war das ja so ein bisschen auch für mich so mein Urlaub, der, ich äh, gehe aus der Komfortzone ein bisschen raus. Mhm. Ähm, und ich habe quasi jeden See, jeden Fluss alles mitgenommen, was ging, um da rein zu baden quasi. Und ich bin mm -hmm. ja eigentlich nicht der größte Fan von so Gewässern, weil es können ja so Fische berühren und solche Sachen und äh, <laughs> einem natürlich nichts tun. Aber es ist gruselig. Und äh, das hat funktioniert. Und es war auch kalt und so. Und diese Bergseen da oben und so, mm -hmm. und die waren halt todeskalt. Aber es war geil. Also es hat richtig Bock gemacht. Es war richtig witzig, dass äh, das kein Problem mehr ist jetzt für mich. Das äh, war auf der Checkliste Sache Nummer 1. <laughs> nice, nice. Ja, das war, war echt sehr cool. Ähm, genau, und dann das, äh, jetzt sind wir irgendwie so an Tag zwei, drei bei irgendeiner Wanderung. Ähm, ich habe vorher bei Amazon so 5,90 Euro äh, diese, das habe fast von Surf-Videos, weißt du, so eine Plastikhülle mhm, fürs Handy mit so einem. Bändchen irgendwie dran äh, geholt, die so wasserdicht sein sollen. <laughs> und ich, war so, ich weiß nicht, ob ich für diesen Preis glauben kann, dass das wahr ist. Mhm. Und es war wahr. Es war perfekt. Also bevor ich mir irgendwie eine GoPro hole, mit der irgendwie mit dem Case dann extra lade, Akkus mitnehme unter unter Wasser mhm. und keine was, was bestimmt auch coole Bilder macht ehrlicherweise. Aber hat das so gut funktioniert, weil im Handy ist halt eine mega gute Kamera. Und du kannst durch diese Folie das Touch-Display benutzen. Der mhm, Ton ist selbst m -m. okay, muss man sagen. M -m. Und du hast es so umhängen und dann kannst du auf das Schwimmen gehen und kannst so im Wasser filmen, über Wasser filmen und es kann irgendwie im Handy nichts passieren. Das fand ich echt ganz geil. Und diese Hülle hat selbst dieses Surfen und keine Ahnung was alles, wo das durch die Gegend äh, auf dem Brett baumelt und so, alles überlebt. Ähm, das war echt eine der coolsten Anschaffungen für diesen Urlaub weil sie einfach so super günstig war mhm, und m -m. mega coolen Effekt hatte und ich mir da fast denke, hätte ich das mal früher gerafft irgendwie. Ja. mega cool. Und äh, das, ist das Handy quasi wie so eine wie in so einem Schutzhülle einfach komplett ummantelt oder ist das noch so so? Also ist das ist so quasi von der, von der Dimension so wie das Handy oder ist das noch größer, das ist viel eher wie so ein Plastikbeutel hier beim Flug. Ein bisschen größer. Ich könnte ich sagen, nicht nicht viel. Viel. Ja. Nee, ich, ähm, also nicht so groß wie ein iPad oder so, dann auf einmal. Also, es okay. ist, ich würde sagen, links und rechts vom Handy steht das so maximal zwei Zentimeter über. Okay. okay. So, ne? Und diese Dinger gibt es halt dann in Mehr Geld, das habe ich dann da gesehen, in so Surfshops, auch noch mit so ein bisschen Luftkissen drumrum. Da hast du nochmal so eine eine Ebene, noch so ein bisschen Luftkissen drumrum, mhm. damit, mhm. wenn du es verlierst, dass das halt ja. hochschwimmt, weil es gab so ein, zwei Momente, wo ich <laughs> kurz nervös geworden bin. <laughs> Weil ich wo, wo sich der gelohnt. Tauchkurs vielleicht gelohnt hätte. Ja, aber das Problem ist, diesen Seen, die sind halt so, so voller Mineralien, dass du ja halt nichts sehen konntest. Und dann habe mm. ich das am Anfang mm. so, ich war so dumm. Ich weiß nicht, ob ich dir das Video auch geschickt habe. Ich glaube, am Anfang habe ich dir noch diese eine Videoauswahl geschickt. habe es einfach so reingeworfen. So dachte mir so, ja, ich kann ja hier stehen, ich werfe es einfach rein und dann hebe ich es auf, ein cooler Effekt für mein Video. Dann war ich so, Fuck, wo ist es? Und hat dann so auf dem Boden rumgesucht von diesem See, also von diesem Einstieg vom See. Ja, ähm, ja. Hab's zum Glück gefunden. Aber ich glaube, das verhindert halt das, wenn du halt irgendwie 40 Euro mehr ausgibst, dass dieses Ding dann so nach oben treibt. <laughs> Aber braucht man nicht, braucht man nicht. Nein. Also das, das, Ding hat sehr gute Dienste geleistet. Und das war sehr cool. Ähm, genau. Und da, um das jetzt nicht nur so technisch zu machen. Das war einfach die beeindruckendste Natur, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Also es war auch nochmal was anderes als Kanada, und das an äh, als Schottland und was anderes als Norwegen, mhm, was so ein bisschen vergleichbar war, muss man sagen. Also man, ich war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh wow, so sehen so Bäume aus, so sehen mhm, Berge aus, so was man halt in Norwegen und Schwe äh, Schottland eher so ein bisschen mehr hatte, wo das erste Mal so, so ein Urlaub war. Ähm, aber diese Weite war so crazy, dass du halt, wir sind halt jeden Tag, vier bis fünf Stunden Auto gefahren quasi, weil das halt normal ist da, dass du halt dann zu dem See fährst halt zweieinhalb Stunden hin und zweieinhalb Stunden wieder zurück danach, dass einfach so große Weiten sind und da sind halt diese geilen Schilder auch an der an Highway so mit, ja, die nächsten 210 Kilometer keine Tankstelle, so, überlegt dir was, also tank halt jetzt oder stirb. Und das ist irgendwie schon ganz cool, wenn du durch diese Nationalparks fährst und dann so merkst, hier ist wirklich einfach nichts. Und mhm. auch nicht so viel Tourismus, also außer an diesen super Hotspots sozusagen. Klar. Aber das war wirklich das erste Mal, dass du so gemerkt habe: also das erste Mal so das Gefühl von dieser Weite und diesem, man ist so wirklich allein im Nichts. Das, das mhm. fand ich mhm. richtig cool. Das hat richtig Bock gemacht und ähm, das war sehr schön. Mhm. Cool. Deswegen sind ja Leute auch so äh, harnisch bei Elektroautos wahrscheinlich. Sie sagen, oh, <laughs> vielleicht. Aber. 210 Kilometer, auch, was? <laughs> wahrscheinlich. Aber auch die Abdeckung wirkte ganz in Ordnung. Also, ich habe so mit einem Auge mal so mitgeguckt und es wirkte immer, als würde mhm. es genauso gehen wie im Auto eigentlich. Aber da muss ich auch ganz ehrlich als großer, ich liebe mein, meine Elsa, aber das hätte schon dann diese Fahrten noch mal länger gemacht. Also, mhm. wir sind ja echt mhm. viel gefahren. Dann wäre es halt nicht zweieinhalb Stunden, dann wäre es halt immer so dreieinhalb Stunden eher gewesen und dann, das wäre, glaube ich, schon viel noch mehr verschwendete Zeit an dem Tag mm, quasi sozusagen mm. gewesen. Deswegen, das war gut, dass es da keins war sozusagen. Hätte man ja. machen können, aber dann wäre es einfach alles ein bisschen anders zu planen gewesen. Mm. So, und dann ähm, waren wir am Tag vier oder so, das erste Mal in Golden im Kletter, äh, im, im Klettergym, im Climbing Gym. Mm -hmm. Ich habe ja, glaube ich, dir davor schon erzählt, ich war gefühlt vor den Ferien drei Wochen lang jeden zweiten Tag klettern und war am Ende so ein bisschen überklettert und konnte auch nicht mehr. Und irgendwie irgendwie mm -hmm. habe ich gemerkt, ich bin einfach scheiße geworden. Und ähm, das war spannend, weil dieses Gym hat uns einfach so fertig gemacht. Es gibt da die Schwierigkeiten in Amerika und in Kanada von V0, also von 0 quasi bis 14. Mhm, mh. Und ähm, hier jetzt in Deutschland, so in den meisten Gyms, ist es wie so von 1 bis 8, 1 bis 7, manche 1 bis 6, manche 1 bis 9, irgendwie so um den Dreh. Mhm, mh. Und dann dachte ich so: Ja, gut, wenn du hier jetzt so mit viel Anstrengung so eine 7 schaffst, dann kannst du ja mal gucken, wie es da so läuft. Aha, und aha. Spoiler. So, wie drei war meistens Ende. Was? Also, das ist so crazy gewesen. Das ja, warte war mal. Wahnsinn. Drei, bei drei ist Ende. Also, im Schnitt war bei drei Ende. Ich hab auch mal, das höchste, was ich geschafft habe, war eine wie sechs. Äh, und mhm. die war todeskrass. So. Und ich habe aber auch dafür keine wie fünf da geschafft, weil die so schwer geschraubt waren. Und so ein, zwei wie vier mal geschafft. So. Aber mm -hmm. was so in der Regel ging, war so wie 3 Und bei Chiara war es bei V2 zu Ende. Das war mm. echt crazy. Also, wie schwer da geschraubt war. Und es waren halt alles oft so kleinere Hallen, mm -hmm. wo dann halt pro oh Schwierigkeit nur so drei Boulder hingen sozusagen. Das heißt, du machst mm -hmm. dann eine V0 zum Warmachen. Die sind schon nicht so super einfach. Also schon okay, aber. Ne? Mm -hmm. Und dann machst du die V1 und danach bist du schon so gut. Jetzt habe ich sechs Bowler gemacht. Jetzt wird's, jetzt ist, wir haben die. Jetzt wird's schwer. Und ich kann es mir nur so ein bisschen so erklären, dass da glaube ich einfach mehr projektiert wird. Also, dass sie dann, dass das nicht so ist, wie jetzt hier vom Standwerk man so verwöhnt ist und man denkt so, ja ich habe hier einfach Auswahl ohne Ende. Ist mir egal, wenn ich den Bowler nicht schaffe, gehe ich zum nächsten. Sondern da ist so, hey, ich fahre halt auch dreimal da wieder hin und will diese wie drei schaffen. Und so werde ich halt besser. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen vielleicht mehr da so die Art zu trainieren und zu klettern. Mm. Ich habe mich nur gefragt, wie ist es für Anfänger, wenn also wie kriegst du Leute neu ans Klettern? Wenn du mm. sagen kannst, hier hast du zwei Routen, danach mm. ist für mm -hmm. dich erstmal Ende. <laughs> danach musst du probieren. Aber ja, das war, war auf jeden Fall ganz interessant. Gab es dann Leute, die dann auch die, weiß ich, über sieben, acht, neun, zehn einfach vorgeklettert sind? Du dachtest dir, was, was seid ihr für Götter? Nee. Ich hab okay. da kein also wir waren aber immer morgens unter der Woche und so da, ne? Also, das heißt, ich habe da nicht jetzt viele Leute gesehen. Es waren mm. mal so ein, zwei Leute mit uns da und die waren so gut wie ich ungefähr, okay. würde ich sagen. Und also, die haben sich genauso abgerackert an den Sachen an mm. wie ich quasi, deswegen, okay. das war spannend. Also, es war jetzt auch keine 14 geschraubt, so, ne? Muss man auch dazu sagen, sondern die mm. haben dann geschraubt mm. bis wie 10 oder so, okay. ungefähr, ne? Aber ja, das war auf jeden Fall äh, spannend. Mm. Da wurde mir das erste Mal ein bisschen gebrochen. <laughs> es gibt noch zwei, mehr, zwei drei mehr Brechungselemente. So, und jetzt ähm, kommen wir quasi zu den coolen Sachen, wo ich hin wollte, wo Chiara gesagt hat, okay, wir ähm, machen, wir, wir lassen uns diese coolen Action-Sachen machen. Und dann war mhm, Plan m -m. quasi Caving, also Höhlentour, Canyoning, also Canyon runterballern ähm, und äh, Kettersteig. Was quasi mhm, auf, m -m. in Amerika witziger, also in Kanada. Via Ferrata heißt. Das fand ich irgendwie witzig. Also lateinische Ausdruck, quasi Straße mhm, aus Eisen. Mh. Fand ich irgendwie witzig. Ähm, <laughs> dann ich du redest dann so englisch, hey, uh, I'm looking forward to the Via Ferrata. <laughs> doch, was, warum habt ihr kein Wort dafür? Naja. Mhm, mh. ähm, so, und ab, seitdem wir es gebucht haben, war ich so, okay, jetzt schlafe ich schlecht. Jetzt mache ich mhm. mir Gedanken, wie wird das werden? Weil gerade bei so diesem also, am wenigsten Angst hatte ich vor der Höhlentour, dann das Canyoning, nee, dann der Klettersteig, dann das Canyoning, muss ich sagen. Mhm. Weil ich beim Canyoning immer so dachte, weil wir auch bei allen, wir haben nie die Anfängersachen quasi gebucht, weil die auch oft echt lame klangen und so. Und nicht, weil wir uns mhm. jetzt mega überschätzen und wir so geile Leute sind, sondern ich habe halt keinen Bock, so viel Geld dafür auszugeben, dass du in anderthalb Stunden damit so Muttis, das ist leider meistens so. Mm. Ähm, oder so Families, dann da hängst und dann die Stunden lang brauchen für irgendwas und denkst dir, ja, gut, das war eher Zeitverschwendung. Sondern ja, du musst klar. eine gute Mischung finden aus bei solchen Sachen. Das ist halt anspruchsvoll und macht halt Bock, aber es darf auch eben nicht zu schwer sein, weil sonst mhm. bist du halt der, der alle auffällt im Zweifel, weil du hängst ja irgendwie immer klar. so zusammen und dann seilst du dich da irgendwie ab. Und wenn du mit acht Leuten nicht irgendwo abseilst, das dauert halt schon mal fast 40 Minuten. Wenn da noch jemand dabei ist, der halt lange braucht, das ist halt einfach lame. Also, es ist einfach nicht cool. So, und ich wollte nicht der sein, der lange braucht. Und ich wusste ja, ich habe so eine kleine Höhenangst in mir schlummern von früher mal. Ähm, und beim Canyoning dachte ich so, haben wir so gebucht, so mit besonders coolen Sprüngen auch und so. Stand dann mm. so da drin. Und ich dachte mir so, oh fuck, Sprünge sind mein Problem. Weil ich dachte so vorher schon, Abseilen und so geht, glaube ich. Wenn du so fest wie, wie im Kletterwald so ne, du hängst so mm. fest wo mm. drin. Du hast es so vor dir, ich glaube, das geht schon. Genau, mal Klettersteig, genau das gleiche Prinzip, nur halt viel höher. Aber ich dachte so, okay, wenn mm. da drin passt. Und beim Caving dachte ich, ja, es geht halt runter, ist ja nicht hoch, also ist ja egal. <laughs> und ähm, bei dem Canyoning dachte ich so, okay, nicht, dass man dann so da runterspringen muss und dann sagen so: Ja, entweder du sprichst jetzt hier runter oder müssen nicht abseilen, da müssen wir hier so mega lang aufbauen, nur für dich. Mm -hmm. Und das war meine Horrorszenarien. Spoiler, ist alles nicht passiert. Also. Kann ich jetzt erzählen. Ähm, das Caving war super cool, da habe ich ja schon ein bisschen geschrieben, brauche ich jetzt nicht so ewig zu davon erzählen, habe ich ja schon ein bisschen davon erzählt. Ähm, war einfach spannend, weil man nicht wusste, ich nicht wusste, wie man, wie ich oder wie wir darauf reagieren, auf diese Enge und dieses Untensein. Mhm, und äh, es hat erstaunlich gut funktioniert. Also es war gar kein großes Thema, erstaunlicherweise. Mm, okay. Weiß gar nicht richtig, warum. Es gab einmal so einen Moment, wo ich dann auch so ein kleines Video gemacht habe: so. das habe ich dir ja auch geschickt wo man so gesagt hat, die Wand ist so nah dran und dann haben wir da eben mm. so halbe Stunde gewartet, bis alle abgeseilt waren. Ich war ganz hinten und die haben vorher noch gesagt, ja, wer so ein bisschen Sorgen hat und so, der geht am besten nach vorne. Und natürlich bei so Gruppen, wenn da irgendwelche Leute das so leiden, bin ich natürlich der, der sagt, ja, ich gehe nach hinten, kein Problem. <lacht> 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 also nicht, dass will ich das so sagen, sondern ich bin halt der, der nicht sagt, ich will nach vorne. So, mm -hmm. ähm, und das war, dann habe ich, wenn du 30 Minuten dann so mit dieser Wand so vor dir da liegst, dann denkst du irgendwann so, ha, Jetzt denke ich mal drüber nach, wo ich hier eigentlich bin. Und wenn du dann mhm. anfängst mhm. zu überlegen, was, eigentlich, was das eigentlich gerade ist, dann wird man kurz ein bisschen schweißig. Mhm. Und dann habe ich mich schnell einfach wieder abgelenkt und dann war aber wieder alles cool. Also ich mhm. glaube, du darfst halt nur nicht so lange irgendwie darüber nachdenken, dass das ein bisschen crazy ist. Und dann mhm. war es irgendwie mhm. ganz cool. Genau, dann sind wir da vier, fünf Stunden unten in der Höhle rumgekraxelt und das war wirklich sehr cool. Aber da war eben auch so eine Family dabei. Das heißt, du wusstest immer, ich bin nicht der größte Otto hier. Ja. Also die waren kein Otto, die waren super lieb. Aber. Ne, ja, es muss keiner auf mich warten. So. Und das, das war halt irgendwie cool und dann konnte man eher denen ein bisschen helfen, das gibt mir ein gutes Gefühl, dann bin ich für mich sicherer und dann denkt man so, dann ist man eher in Situationen Situation, wie was ich schon mal erzählt habe, beim Leichenlegen, wenn dann eine Spinne irgendwie über Schuhe klettert von kleinen siebenjährigen Mädels, dann bin ich halt nicht der, der dann mitschreit, sondern kann sogar ich die Spinne wegmachen. Mhm, und das habe ich halt sonst nicht in meinem Leben. <laughs> und deswegen, ähm, das war dann bei diesem Caving so ein bisschen ähnlich, dass man dann so merkt, ah, okay, cool, jetzt kann ich dieser Mutti da so ein bisschen hochhelfen und dann ist man selber gar nicht so damit beschäftigt. Und es war wirklich, also das war mein Highlight, glaube ich, mhm. ähm, vor diesen Touren, ähm, mhm. weil es einfach, ja, super spannend war. Und, ähm, da haben wir schon mit Leuten gesprochen, die uns dann empfohlen haben, zu sagen: Ah, wenn ihr hier seid, ihr müsst unbedingt raften gehen. Und dann waren mhm. wir so: Okay, noch nie gemacht, ja, keine Ahnung, vielleicht, okay. Mhm. Und dann waren wir so: Ja, gut, dann buchen wir das eben auch noch. <laughs> und das heißt, wir haben dann quasi vor dem Wir Verrater noch, äh, also vor dem Klettersteig, noch die, das Rafting äh, gebucht. Und mhm. am nächsten Tag war aber, also, ich glaube, am nächsten Tag war Pause und danach war Canyoning quasi. Und, ähm, das Canning ähm, war halt super cool und das war auch Chiara's mhm. bestes Erlebnis und bei mir ist es wahrscheinlich mit Platz 1 auf, gleich auf sozusagen, weil wir da eben dieses Glück hatten. Wir haben halt diese, da haben wir quasi die anspruchsvollere Route quasi gebucht und wir waren halt zu zweit mit unserem mhm. Guide und das war halt ah, richtig geil. Okay. Ähm, das heißt, wir sind da auch erstmal hingefahren. Dann so, ja okay, hier ist irgendwie keiner. Und dann kam der so und war so, ja, sorry, ich habe gerade noch Zähne geputzt, keine wir pennen da unten immer alle. Und ähm, <laughs> da ist irgendwie so da unsere, unsere Base. Ähm, ja, wir fahren jetzt mal da raus, weil du musst dann von da noch mal zwei Stunden dahinfahren, mhm. hinfahren, weil du brauchst dafür halt so ein Offroad 4x4-Vehikel, weil du so durch den Fluss fährst und solche Sachen. Mhm. Das war auch mhm. ziemlich cool. Ähm, und dann mit dem haben wir uns halt super viel unterhalten, weil wir halt den ganzen Tag mit ihm verbracht haben. Ne? Zwei Stunden hin, dann irgendwie fünf Stunden da im Canyon und dann mhm. zwei Stunden zurückgefahren. Deswegen da konnte man mal so ein bisschen mit einem Einheimischen, der hat nämlich gesagt, er will sich selbstständig machen mit einem Unternehmen und der kriegt leider keine geile Förderung und da hat er mal so ein bisschen erzählt, dass das nicht so einfach mhm. ist für ihn und so weiter und so fort. Generell, diese ganzen Guides, mit denen man da so immer rumgehangen hat, die waren super cool. Ähm, aber man hat auch gemerkt, die haben halt alle in ihren Autos gelebt. Also die konnten davon alle nicht leben mhm. und die waren alle eher so ein bisschen, ich bin so zwischen 20 und 30, keine Ahnung, ich mache mal ein bisschen was, was cool ist und spare mhm. Geld und dann mache ich irgendwann seriöse Sachen. <laughs> ich bin mal gespannt, ob die irgendwann seriöse Sachen machen oder ob die einfach ihr Leben lang so leben. Was ja cool ist, wenn es den Bock macht, ja. <laughs> ja, so ein das, bisschen das, das stereotypische Bild von so. Leuten, ja, also genau habe ich mir das auch vorgestellt, als du so ja. gerade gesagt hast, ja, wahrscheinlich genauso. Ja. Ja. Und da habe ich mich auch sehr gesehen, wenn ich so keine Ahnung, 20 Jahren keinen Bock mehr auf Lehrer sein habe oder so, wenn ich merke, es läuft einfach alles nicht mehr, dann weiß ich genau, was ich machen werde. Schön nach Kanada und dann da schön so irgendwelche Touren irgendwas. Canyon, mhm. Raften, Klettern, mhm. keine Ahnung, irgendwie sowas, weil du hast dann irgendwie trotzdem noch coole Gruppen, das ist alles so ein bisschen selbstgesteuert, dann kannst du eine gute Zeit machen. Fand ich irgendwie cool. Ähm, ist vielleicht cooler als hier so ein außerschulischer Ernährt in der Eifel. <laughs> Beides cool. Beides cool, ja. Genau, und das Canning war wirklich ziemlich cool. Ähm, so dieses Abseilen, da so ein bisschen rumklettern, ähm, einfach so viel Gefühl dafür kriegen, wie du irgendwo runterkommst. Und so, man hat mir mhm. so das Gefühl, man erweitert so ein bisschen so sein. Sei ein Bewegungsapparat, dass man so das Gefühl hat, ah, okay, hier ist rutschig, ah, dann kann ich so da treten, dann funktioniert das und hier seile ich mich ab und so generell so abseilen lernen und so war halt cool. Konnte ich ja nicht, woher soll man sich mm, abseilen können? Mm. Und das haben wir halt da beim Caving und Kenning gelernt, das war cool. Und der Sprung war, die Sprünge waren sehr nett, muss man sagen. Es war nicht so schlimm. Also nett äh, ausgewählt oder einfach insgesamt war, war es einfach okay oder hat er schon es so ein bisschen gemerkt, okay, ich schicke die mal lieber nicht nach ganz oben? Nein, auf keinen Fall. Also wir haben, also das war ganz süß, der hat uns die ganze Zeit gelobt, weil wir waren halt auch nur zwei Leute und wir sind ja nicht jetzt so ganz unfit und er meinte halt, sonst hat er halt so Touren mit so sieben bis acht Leuten und da sind dann halt auch immer Leute dabei. Der meint immer, es buchen Leute das und sagen so, ja, ähm, wo sind denn unsere Paddel? Weil die gar nicht checken, dass was Kenning ist. Also das, hat, mm. ey, das mm -hmm. hat mich völlig irre gemacht, dass die Guides immer alle gesagt haben, oh, ihr habt ja sogar euren, euren Bogen ausgefüllt, den ihr vorher ausfüllen sollt. Ich war mir so, ja, hä? Steht doch überall, dass wir es tun sollen. Ja. You fucking Germans. das macht halt sonst keiner. So, <lacht> <lacht> ich war so, hä, was los hier in dieser Welt? Naja, mhm, und ähm, mhm. ich glaube, der war einfach irgendwie happy, dass man so sagte: Hey, so proaktiv war, wir kannten ja ein bisschen was vom Klettern, wir kannten so ein mhm. bisschen diese Sicherungsmechanismen. Und deswegen konnten wir echt coole, witzige Sachen machen und hatten viel Zeit da und das war echt mhm. ganz, mhm. ganz nice. Und der Sprung war einfach nicht so hoch. Also, dieser, der höchste Sprung da, das waren zweieinhalb Meter oder so, ne? Okay. Und ja. ich muss sagen, selbst das hat mir, da habe ich ein bisschen gezittert. Also ich, mm. das fand ich schon ein bisschen crazy, weil du springst halt dann so in so ein, so ein Pool da. Du siehst dann unten überall so, schon so Steine so reinschimmern und denkst dir so, ja, wenn ich nicht genau treffe, dann ist halt auch vorbei. Aber du triffst halt. Also das, die sind da so vorsichtig bei allem und er, es war auch immer so, ne, mit Doppelsicherung und keine Ahnung was. <laughs> und dachte ich mir so, okay, wenn der mich jetzt hier springen lässt. Dann musste es sicher, also dann, mhm. das kann einfach nicht schief gehen, so ungefähr. Und ähm, deswegen war es auch okay und äh, ja. hat sich gut angefühlt. Genau. Ähm, das war das. Dann waren wir Raften. Raften, super witzig. Mhm. Ähm, haben wir beide gesagt, müssen wir jetzt nicht nochmal machen, weil mhm. jetzt hat man einmal geraftet und weiß so ein bisschen, wie Raften, glaube ich, ist. Ja, und ja. ähm, war man halt in so einem Boot mit acht Leuten, hinten war der Guide irgendwie drauf und musste immer halt ein bisschen paddeln, dann musste ich mal festhalten und dann ist halt witzig, weil du einfach so ein bisschen durchgeschaukelt wirst und ein bisschen nass wirst und hat irgendwie mm. Bock gemacht. Man sieht so eine coole Umgebung da, als Aktivität super cool. Aber das ist jetzt nicht so was, wie gesagt, wo man dann selber so merkt, ah, da kann ich irgendwie besser drin werden oder keine Ahnung was oder beim Canyoning so, dass man denkt, ah cool, jetzt einen anderen Canyon, das macht bestimmt Bock, weil der nochmal ganz anders aufgebaut ist und so. Manchmal ist beim Raften bestimmt mit anderen Flüssen, aber ich habe das jetzt nicht so gedacht irgendwie. Aber war super ja. cool für das eine mal, diese Erfahrung zu machen. Und dann würde man jetzt ja eigentlich denken, ah, er müsste zu ja der Klettersteig kommen, aber no, weil die rote Sonne, gerucht. die rote Sonne hat äh, was dagegen gehabt. Ähm, wir haben die ganze Zeit schon so ein bisschen äh, gemerkt, so, so, ja, wurde auch schon geschrieben so von Freunden, hey yo, alles okay bei euch? Und wir waren so, mhm. ja, warum? Das ist irgendwie cool. Ähm, wir haben halt nur von Anfang an gemerkt, dass halt schon so ein bisschen nicht Nebel, aber schon Rauch quasi. Also es war immer so ein bisschen diesig. So. Also es war jetzt nicht mhm. so, es ist ja kein Rauch gerochen oder sonst irgendwas, sondern es war einfach immer so ein bisschen diesig. Und ähm, haben wir natürlich dann immer so ein bisschen Wildfires gecheckt, wir waren jetzt nicht super naiv und doof, sondern wir haben immer geguckt, ne, wo sind die Feuer und so weiter. Und die waren aber relativ weit weg von mhm. uns. So. Und deswegen hatten wir da gar keinen Gedanken daran verschwendet, dass es bei uns problematisch werden könnte. Das Problem ist, war dann aber, dass irgendwie so ein, zwei Blitzeinschläge an ganz doofen Orten waren. Ähm, mhm. So dass dann irgendwie an dem Tag, bevor wir gehen mussten, eine Tankstelle explodiert ist. Mm. Also da ist irgendein Gastank oder keine Ahnung, was irgendwie explodiert durch das Feuer oder durch den Blitz. Das konnten wir nicht so ganz checken irgendwie. Und dadurch war auf dieses einmal dieses Feuer relativ nah. Und das war dann mm. ein. Also wir kamen an dem. Ähm, nee, genau. An dem einen Tag, das ist das Gute bei Airbnb, dass du eigentlich so Hosts hast, die in der Regel ganz cool sind. Und dann hat sie uns mm. auch schon so geschrieben und meint so: hey. Ähm, Guck mal, dass ihr vielleicht eure Sachen packt. Äh, hier ist gerade ein bisschen was los. Ähm, könnte sein, dass wir vielleicht gehen müssen. Aber mm, ich informiere mm. euch so. Und wir waren so, ja. Dann haben die Wildfire gecheckt waren so, ja, okay. Das ist, die sind total nett und wollen einfach so ein bisschen sicher, Nummer sicher gehen. Aber mm, hier wird schon mm. nichts passieren. Dann kamen wir wieder an dem Tag von von irgendwie Wanderung oder keine Ahnung was. Ich glaube, es war Canyoning. Nee, ich glaube es keine Ahnung. Egal. Ähm, und haben schon gemerkt. Huh, hier riecht's ganz schön. Mhm, Verbrannt mh. auch irgendwie überall und haben so beim Restaurant, wo wir noch gegessen haben, so gesehen, dass so auch so Asche auf den Tischen lag, weißt du, so, dass mhm, du halt merkst, mh. da kommt da halt irgendwo Asche her. Und dann mir, also ich muss sagen, ich war trotzdem immer noch die ganze Zeit so und ich war eigentlich auch so, ja, aber das ist ja, du bist ja immer checken konntest, das ist so weit weg, es wird hier rüber mhm. geweht, ja, riecht halt nicht so geil, du merkst so, diese Apple-App sagt dir so, äh, hier habe ich Gesundheitsrisiko, Hoch, <laughs> bitte atmen Sie mm -hmm. nicht, so ungefähr. Mm -hmm. <laughs> ähm, aber das war dann immer nur so in bestimmten Gebieten. Und, ja, so. und da wurde es aber gegen Abend immer deutlicher, ähm, dass es ein bisschen kritisch wird. Und, mm -hmm. äh, also mm -hmm. von der Luftqualität, nicht jetzt vom Feuer. Ja. Und dann haben wir so, ja, okay, wir haben so, die hatten so einen geilen Luftfilter gegeben, die Airbnb-Frau. Und dann waren wir mm -hmm. so, ja, ist alles cool und hier drin war, im dem Gebäude hat es eh nicht gerochen. Und dann ähm, hat sie aber so um sechs Uhr abends so gesagt so hey ein Kumpel von mir arbeitet bei der Feuerwehr sieht schlecht aus ähm, pack mal mhm. wirklich jetzt und so ne? ich muss heute Abend, ich bring jetzt die Hunde weg ähm, ich muss heute Abend arbeiten im Krankenhaus und so ich bin nicht hier aber mhm. hier ist so eine App die sagt dir ob du gehen musst und keine Ahnung was und will man so ja okay mhm. haben dann schon mal so ein bisschen gespült gepackt und so weiter aber so ein bisschen immer noch alles mit angezogener Handbremse weil man immer so dachte ja kein Bock, wieder, das auszupacken morgen und so. Mm -hmm. Also es ist ja eh nichts aus, dem gehen wir morgen jetzt zum Klettersteig. Uh, das wird ja voll cool. Mm -hmm. ähm, und äh, dann hat so um neun oder so, glaube ich, abends, ähm, als wir dann zum Glück irgendwie ziemlich gut gepackt hatten, ähm, gerade irgendwie die Geschirrsachen auch gespült hatten und so, ähm, dann hat es auf einmal an der Tür geklopft. Und mm -hmm. da war so einer Meinte so, ja. Uh, we get evacuated, uh, leave as soon as possible, uh, you got 10 minutes. Und wir waren so. Also mhm. was. <laughs> mhm. um, und es war halt irgendwie ein Nachbar von da, der halt mhm. netterweise bei uns auch Licht gesehen hat und gesagt hat: Yo, macht euch mal auf den Weg. Mhm. Und dann sind wir, um, dann waren wir so, dann hat man sofort gemerkt, es war irgendwie ganz geil, um, so partnerschaftliche Erfahrung, dass wir beide so in so ein bisschen, ich glaube, Chiara fast noch mehr als ich, in so einen Modus geschaltet haben. Chiara war so, mhm. okay der kann noch nie so produktiv und so effektiv quasi Sachen machen Sehen. Das darfst du nicht hören, sonst kannst du gleich mich reinhauen. Und genau, aber jetzt gar nicht panisch sonst irgendwas von ihr, so, ja, okay, jetzt ist die Aufgabe, jetzt gehen wir halt so. Und dann haben wir alles gepackt und so weiter und so fort, Also ins Auto geschmissen und das war dann, dann war es kurz ein bisschen Zombie-Apokalypse-Film, weil wir haben so gemerkt, wie aus allen Einfahrten so diese Pickup-Trucks, die fahren ja alle Pickup-Trucks, so mhm. rausziehen, die alle so, so Tonnen da reinschmeißen. Das Gefühl, so jeder Prepper dachte sich so: Ja, dafür lebe ich. Endlich kann ich mal diese Bodendosenpackungen, die meine Frau mhm. immer mhm. hasst, endlich mal benutzen, so ungefähr. Mhm. <laughs> und äh, du hast nichts mehr gesehen. Es war super dunkel, nur noch rote Sonne. Es war super rauchig und wir haben mhm. uns umgedreht und haben quasi am Horizont die ganzen Feuer gesehen. Das heißt, mm -hmm. wir haben mm -hmm. noch zwei Kilometer entfernt war quasi dieses Feuer ähm, und dann meinten er so, ja, die Straßen sind gesperrt, ihr müsst da lang fahren und so weiter. Und dann war er auf einmal so, oh, spannend. Ähm, dann müssen wir jetzt wohl los. Und trotzdem, wie gesagt, nicht, ey, weißt du, die, die mich jetzt nicht irgendwie cooler darstellen will, als ich irgendwie bin. Trotzdem mm -hmm. waren wir beide eigentlich durchgängig sehr, sehr entspannt und mm -hmm. ähm, weil wir immer wussten, okay, das Feuer kommt von da. Wir müssen mhm. einfach nach da fahren. Mhm. Da es sind keine Feuer. Ähm, und äh, also es kommen alle hier weg. So. Also es war jetzt ja, nicht so, ja. dass man dachte, das Feuer umzingelt uns gleich und mhm. keine Ahnung was. Sondern eher so, ja okay, wir müssen jetzt einfach hier gehen. Das ist halt nervig. Ja. Ähm, ja. Und da war das praktisch bei Airbnb jetzt wieder, dass von Anfang an auch so die uns voll gut kommuniziert hat, meinte so, ja, dann sucht euch irgendwas, wo ihr bleibt. Jetzt halt auf jeden Fall nicht diese zwei Tage jetzt, die ihr ja noch hier gewesen wärt. Das kriegt ihr wieder das Geld natürlich nee. und so. Das war halt super cool, dass sie es das von sich aus schon cool. gesagt hat. Ähm, wir dachten da in dem Moment aber noch kurz so, naja, wir pennen jetzt einfach fünf Kilometer weiter, weil wir müssen ja morgen zum Wettersteig. Mhm. und äh, wir pennen einfach im Auto oder in so einem Motel oder keine Ahnung was. Mhm. Beim Fahren haben wir dann aber gemerkt, ah, ich glaube, das wird morgen nichts mit dem Wettersteig, mhm. weil es immer weiter gebrannt hat und ne, alle wirklich da diese Stadt verlassen haben und diese, diese Gegend da mhm. verlassen haben. Und wir auch gemerkt haben, dass alle Motels voll waren. Wir haben dann immer gehalten. Und du mhm, muss ich vorstellen, da ist halt zwischen jedem Motel und jeder kleinen Stadt ist irgendwie dann keine halbe Stunde, 40 Minuten Fahrt mindestens, weil es halt auch mhm, so nix ist. Und ja. die waren halt alle dann immer schon voll. Wir haben dann überall gehalten und gesagt, ey, können wir hier pennen? Nope. Keep driving, mhm. keep driving, haben die immer gesagt. Mhm. Und dann äh, haben wir irgendwann gesagt, ja gut, pass auf. Dann Planänderung. Wir wollten eh dann in zwei Tagen war Ziel nach Vancouver Island, das heißt, wir mussten eh wieder ganz zurück nach Vancouver und dann da über die Fähre. Mhm, dann fahren wir aber früher dahin, so dann gucken wir jetzt auf dem Weg, ob wir uns da irgendwie Airbnb buchen oder ja, gucken, ja. wie wir dann irgendwie wieder da pennen und dann geht einfach der Urlaub sozusagen ganz normal weiter, nur dass wir halt zwei Tage früher gefahren sind, was für den Klettersteig schade war. Ja, aber ja. scheißegal. So ähm, und ähm, genau, das war eine spannende Nacht, weil wir dann wirklich so bis zwei Uhr nachts gefahren sind. Und so drei, vier Stunden halt quasi Motels, Hotels gesucht haben. Und dann kamen wir irgendwann kamen wir an so ein, so, ein, so ein Hotel, das war ganz witzig, es war so ein, an so eine Ghost Town angeschlossen. Und dann haben wir noch überlegt, ob wir das irgendwie morgens angucken wollen, aber es war super trashy. Deswegen mhm. haben wir das dann nicht gemacht. Aber ähm, genau, dann haben wir, äh, ich weiß gar nicht, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, wo wir da gepennt haben, das weiß ich überhaupt nicht, aber das ist auch ja. richtig egal. Ähm, es war auf jeden Fall in der Nähe dann von Vancouver. Ähm, und dann haben wir gesagt, gut, dann ziehen wir einfach so ein bisschen, ändern wir ein bisschen den Plan, dann ziehen wir einfach das Klettern, wir wollten ein bisschen Felsklettern, also Bouldern, äh, vor und waren dann da in Squamish, das ist so ein so Bouldergebiet und das war das Brechen Nummer zwei, ähm, mhm. weil das war so schwer, es war so krass, wieder, wie, wie man einfach als so billow Hallenkletterer wieder überhaupt nicht gewohnt ist, ein bisschen am Fels zu klettern und fühlt sich wirklich wie der letzte Loser. Ähm, aber es hat Bock gemacht, es hat, war ein schöner Tag, es hat super Spaß gemacht, aber ich war Gott und schlecht. Also, das war schlecht. Nicht so gut fürs Ego, aber egal. Ähm, Spaß hat es trotzdem voll gemacht. Ja. Und die Gegend da war voll schön. Das war so eine, ähm, ja, so ein bisschen nicht Pi-mäßig, aber so super jung, modern hat man das Gefühl gehabt. So super viele Kletterer, so Kunst auf den Straßen, total schön mhm. alles und so. Und das war vorher, waren wir eher in so, ja, keine Ahnung, so Städtchen. Da waren halt irgendwie ein Mackes und Tim Hortons, fünf mhm. Häuser und, und vielleicht noch. Keine Ahnung, was zwei Restaurants, die nett waren. Und da hatten wir mhm. das Gefühl, so, ah, das ist irgendwie so ein richtig schöner. Eine kleine Community co auch irgendwie. Coole, genau, coole Community mit coolen Lädchen und so. Das war irgendwie nett. Da war auch so ein cooler Kletterladen, wo man uns die Sachen leihen konnten und so weiter. Mhm. Also so ein Crashpad leihen konnten und so. Das war schön. Ähm, genau. Das, das. Ähm, und dann waren wir noch bei so einem, äh, bei haben wir eine coole Wanderung da noch gemacht. Oder war das auf Vancouver Nee, es war da eins, komisch. Ähm, wo wir eigentlich zu so einem Wasserfall wollten, eine nette Wanderung machen wollten, aber dann gab es da so einen coolen Wanderweg, der hieß dann From Sea to Summit. Also, mhm. Und dann waren wir so, also einer von uns beiden war so, ja, <laughs> müssen wir ja machen. Auch wenn das Klar. irgendwie fünf Stunden dauert und unsere Fähre in sechs Stunden fährt. Das ja. schaffen wir ja wohl. Wir sind jung und fit. Wenn auf diesen Schildern steht, zwei bis fünf Stunden, dann sind wir die zwei Stunden Leute und nicht die Klar. fünf Stunden Leute. So. <laughs> <Und dann lacht> sind wir da so losspaziert und dann standen wir so genau an dieser Weggabelung, wo es dann eben sich entschied, ob du quasi die kleine Runde machst oder ob du wirklich dann ganz hoch zum Gipfel <laughs> quasi läufst und dann war ich da so und der Anfang war wirklich hart, es waren super steile Treppen, so, so Steintreppen, super abschüssig, <laughs> ziemlich hart schon <laughs> und dann ich würde es ja auch sofort geben, wie ich es gewesen wäre, aber da war es mal Chiara zur Abwechslung, weil sonst uns Chiara da echt immer ziemlich hart im Nehmen weil so, boah, ich weiß nicht, ob ich das packe irgendwie ist da ganz hoch, weil haben uns nicht so richtig auf eingestellt und keine Ahnung was. Mm -hmm. Und mit diesem Zeitdruck im Hinterkopf. Dann waren da aber noch so zwei, drei andere Pärchen und so eine Familie und die Männer waren so witzig, weil es waren wirklich so Männer so, ja, ja, go up, go up. Wir gehen da auch hoch. So, komm mit uns. Wir, wir gehen da hoch. Und ich war so, hey Schatz. Bei den ganzen anderen Männern hier, wir können es jetzt nicht blamieren. <laughs> Zum Spaß. Und weil die auch so meinten, wir trinken dann oben Bier zusammen. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit so, wenn ihr wüsstet, dass ihr mit Chiara Bier trinken werdet und nicht mit mir. Und so, das war, war irgendwie ganz funny. Ähm, und ähm, ja, dann sind, sind wir hochgegangen. Und das war äh, super cool, weil da überall mhm. auch so Danger, Danger das ist irgendwie alles nicht befestigt. Wenn du stirbst, bist du selber schuld, du Idiot. Warum gehst du auch hier hoch? Und so hat es sich auch <laughs> angefühlt. Und es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, also es war nicht, es hat sich nie gefährlich angefühlt. Es war mm -hmm. einfach nur super anstrengend. Und äh, es waren dann tausend Höhenmeter, relativ schnell. Und das bin mm -hmm. ich auch vorher noch nie so hochgewandert in der, in der Zeit und so. Und es hat mm -hmm. aber richtig, war richtig cool. Man hat gemerkt, wie immer beim Wandern, finde ich, man merkt so, bei den ersten Wanderung merkt man, was für ein untriges Stück Scheiße ist man eigentlich. So, mm -hmm, mm -hmm. die ganzen U80 rennen den Berg hoch und man selber stirbt mm -hmm. auf den ersten halben Stunden so ungefähr. Und dann merkt man ja, okay, man muss einfach so ein bisschen reinkommen ins Wandern. Und dann mm -hmm. geht es halt wirklich auch ganz gut. Und das war, hat super Bock gemacht und war super schön. Oh, oder mit schönen kleinen Wasserfällen und kleinem Wasser, wo man dann schwimmen kann und so. Das war schön. Klingt cool. Und ihr habt es auch rechtzeitig doch geschafft. Ja, ja. Es hat, hat gut funktioniert, weil das Gute war, du wusstest. Du darfst dann oben die Gondel quasi, quasi gratis runternehmen. Wenn du so One-Way ah, von okay. oben runter kostet die quasi kaum was und so. Und das war dann irgendwie ganz cool, weil man immer wusste: okay, ich muss jetzt hier nicht mehr runter, sondern mhm. okay mit der Gondel und dann, das war easy. Und genau, und wir waren tatsächlich, nicht, dass wir das immer sonst so wären, aber waren tatsächlich dann eher so im zweieinhalb Stunden-Bereich oder so. Mhm. Also wir waren relativ mhm. flott dann auch da oben, vielleicht waren es auch drei Stunden, aber ähm, wir haben halt gemerkt: okay, das wird easy klappen. Auf dem Weg schon, mhm. dass man nicht so dachte: oh Gott, wir müssen es vorbei, sondern. Man hat nur gemerkt, dass wir dadurch halt nicht so viele schöne Päuschen gemacht haben bei so kleinen, netten Flüssen und Seen mhm, und so, wo wir sonst halt ein bisschen hingesetzt hätten, ein bisschen chillt hätten und so. Das haben wir nicht gemacht, aber easy. Genau. Dann sind wir mit der Fähre rüber nach Vancouver Island gefahren. Und dann ist jetzt ungefähr quasi gerade so Halbzeit, würde ich sagen, mhm. so grob. <laughs> ähm, aber dadurch, dass die Erlebnisse sozusagen weniger werden, geht es auch schneller. Ähm, dann... Äh, Genau, Fährfahrt, super easy, war cool und da hatten wir dann eben so drei Airbnbs, drei Tage jeweils. Ähm, einmal, ach nee, muss ich jetzt gucken, weiß ich gar nicht, was wir da genau gemacht haben, aber auf jeden Fall war eins, mhm. ein Stopp davon, war auf jeden Fall Whale Watching im Norden, wo wir umgehen mhm. wollten. Ähm, einmal war Surfen im Westen, in Tofino und wir waren auch ein bisschen in Nanaimo und jetzt muss ich mal gerade gucken, was wir da gemacht haben. Das ist eigentlich der Ort, wo die Fähre <laughs> ankommt. Ähm, und, äh, das ist einfach ein schönes Städtchen sozusagen. Und da waren wir auf jeden Fall wandern. Zum Mystic Beach. war irgendwie cool, da war es so neblig und so Fanny. Also in diesen Capes, die Geschichte. Ja, ja, genau. Genau, genau, genau. Das war genau, da haben wir uns, hat auch ein bisschen geregnet und so, aber das war irgendwie trotzdem coole Wanderung und hat Spaß gemacht. Und mehr Bilder habe ich jetzt gerade gar nicht von den Naimo. Ich glaube, wir haben sonst einfach da hart gechillt, ehrlicherweise, dann auch mal ein mhm. bisschen. Ich glaube, da, weil das war ein super schönes Airbnb. Ich habe viel Olympia geguckt, morgens immer, weil ich bin irgendwie immer so zwischen halb fünf und fünf aufgewacht und Chiara immer so um acht. Das heißt, ich hatte immer so drei Stunden Zeit, um alle wichtigen Olympiasachen vom Vortag nachzugucken. Das war eigentlich ganz geil. Okay. <laughs> ähm, genau, und dann sind wir hochgefahren Richtung Norden, äh, Richtung Port McNeil und haben da Whale-Watching quasi gemacht. Das äh, hatte Chiara sich auch gewünscht und das war halt so ein bisschen der coolste Ort da oben, weil das so sehr abgelegen ist und nicht so super touristisch. Und man da irgendwie, die haben so Resident Orcas, also so Orcas, die halt da chillen. Mhm, so. Und nicht, wo du Glück haben kannst, sondern du siehst eigentlich ziemlich sicher Orcas. Mhm, Und ähm, das war eine super coole Erfahrung für mich. Ich hatte schon so ein, zweimal das gemacht, auch damals äh, in, in, in äh, Kanada. Ähm, aber ich fand es super beeindruckend, wie fett diese Viecher sind. Mhm. Als bio mhm. sieht man das dann mal in echt, was da so passiert. Und ähm, also, wir haben dann so, so ein paar Buckelwale gesehen, wir haben ein paar Orcas gesehen, coole Seeotter, die da hinkamen, lustigen äh, Seelöwen auch und so. Und ähm, das war einfach sehr beeindruckend. Das Beeindruckendste, würde ich sagen, war so zwei Sachen. Einmal sind wir zu so haben wir so Humpback, also hier so Buckelwale gesehen, die so witzig rumgesprungen sind, weil es so ein Babywal war, der so ein bisschen, mhm. die haben gesagt, da war auch so eine Forscherin mit an Bord, die halt das von der Uni so mitfährt und die hat so ein bisschen was erklärt und man so, wir wissen nicht so richtig, warum die durch die Gegend springen, ehrlicherweise. Ähm, wir vermuten, dass das meistens daran liegt, dass sie quasi ihren Körper kennenlernen, also Training mhm, sozusagen. Also kleine Wale checken, was, wie passiert das? Wie schnell muss ich schwimmen, damit ich durch die Oberfläche breche und was passiert? Und dann mhm. macht es wahrscheinlich einfach auch Bock und solche Sachen. Das war irgendwie witzig und cool zu sehen. Ähm, und bei den Orcas hat er so ein so Hydrophon ins Wasser gepackt, okay. wo du quasi die. Stimmen aufnehmen kannst und das war total beeindruckend die zu hören quasi mhm, wie die m -m. so ein bisschen miteinander sich unterhalten und dann die so vorbeischwimmen zu sehen und das war mhm, m -m. das war richtig richtig cool. Ansonsten muss man sagen ähm, wir waren halt immer relativ weit weg, weil ich glaube, diese Regularien mittlerweile immer strenger werden, dass du halt auch nicht so nah an diese Wale ran sollst, so ungefähr. Weil Kera meinte, mm. vor acht Jahren, als sie es gemacht hat, da hat sie es mit so einem kleinen Speedboot noch gemacht und die sind halt super nah da rangefahren. Das war denen alles ein bisschen scheißegal. Was mm. natürlich mm. als Tourismuserfahrung mega geil ist, weil Kera so mega nah an so Wahlen war ähm, und wir jetzt immer relativ weit weg waren, aber. Ich finde, es hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Es war trotzdem super cool mhm. und ich verstehe die Begründung total. Und dafür kann ich auf dieses Erlebnis verzichten, auf den Wald spucken zu können, so ungefähr. Das ist schon okay. Vielleicht auch deswegen, weil die Leute alle auf Fahle gespuckt haben. Ja, bestimmt. Die miesen Schweine. Ja, das war, war, war auf jeden Fall super cool und interessant. Und genau, dann ein neuer See, eine neue Wanderung. Nichts Besonderes. So ein bisschen dann haben wir das Climbing Gym da in Tofino, glaube ich, das war die Surferstadt, glaube ich. Vielleicht, keine Ahnung. Äh, <laughs> ausgecheckt. Gleiche Nummer wie vorher. Wir haben einfach halt auf die Straße gekriegt. Ähm, aber hat Bock gemacht. Also war schön. Man kam immer ein bisschen weiter rein und das war dann irgendwie trotzdem cool. Und dann waren wir, genau, dann waren wir in Tofino jetzt das Surferstädtchen. Und das war auch dann der letzte, vorletzte Stopp quasi unserer Tour. Ähm, waren, glaube ich, drei Tage. Und ähm, das war jetzt also das Spannende daran, war so ein bisschen für uns. Dass ja Chiara sich letztes Jahr mit dem Surfen ins, ins Bein gebrochen hat und es das erste Mal wieder auf dem Surfbrett quasi war. Mm, und mm. Ähm, ich sag mal so, einer von uns beiden war ein bisschen nervös. <laughs> nee, also, Chiara war so ein bisschen, äh, ne, auf der, einen, also auf der einen Seite war sie total rational und war dann so, ja, hä, ist ja alles kein Problem, warum soll das ein Problem sein? Und dann kam man manchmal dann trotzdem ein bisschen dieser Gedanke mit, ha, ah, aber was ist, wenn ich das einfach nicht mehr kann? Also, ich glaube, gar nicht so zwingend mm. dieses ich werde mich wieder verletzen, keine Ahnung was, sondern es war ja schon vorher so dieses, okay, einmal machen wir es noch so richtig und wenn es dann klappt, dann ist es cool und wenn es jetzt nicht klappt, ja gut, dann machen wir einen anderen coolen Sport zusammen, so ungefähr. Mhm, ähm, und schon mal vorwegzunehmen, das Schöne ist, es hat alles gut funktioniert und so, es war nichts schmerzhaft oder nichts problematisch mhm, und m -m. Chiara war super vorsichtig und vernünftig und hat alles gut funktioniert und ähm, ich würde sagen, besser als jemals zuvor tatsächlich, mhm. also das war, finde ich, für sie das Beste, ich habe so nie so gut aufstehen sehen und so weiter. Das war echt cool. Ähm, ansonsten waren es über drei Tage in relativ kaltem Wasser. Also, es war relativ mm. ungemütliches Surfen, muss man sagen. Hast du ja auch, habe ich hast du ja gefragt, ne? Ja. Ähm, aber es war schon okay, wenn man im Wasser drin war dann und so, mit dem Neo, das ging dann schon irgendwie klar. Man hat nur da vorne nach immer gemerkt, oh, es ist irgendwie schöner, wenn die Sonne so richtig scheint und man eher Sorge hat zu verbrennen, anstatt wenn man so denkt, ah, ich will meine Füße also nicht mehr. Hm, okay. <laughs> Und ähm, ja, ich, für mich war es das erste dem Hardboard. Ich bin ja sonst auch immer nur Softboards gesurft bis jetzt. Und es ähm, hat tatsächlich erstaunlicherweise gar keinen Unterschied für mich gemacht. Das war echt ganz cool. Das war für mich so mein, mein Learning, so, hey, du kannst jetzt irgendwie Hardboard fahren. Ähm, und das war irgendwie cool. Und die Bedingungen waren okay, würde ich sagen. Im Sommer, wir sind halt im Sommer immer bei Spots, wo einfach die Wellen nicht so gut laufen. Die laufen halt immer im Winter besser, wo wir sind. Mhm. Deswegen, was wird das... Was es war, war es wirklich voll in Ordnung. Ich konnte ein bisschen auf üben, ich konnte ein bisschen paddeln. Hab mir ja gemerkt, wie beim Wandern auch. Alter, ich bin so schwach beim Rauspaddeln. Das ist Wahnsinn, wie du einfach brauchst, um da wieder reinzukommen, dass du diese mhm. Muskeln einfach nicht hast. Du denkst ja irgendwann so: Komm, durchs Klettern und den ganzen Bums sollte das ja irgendwie ja. funktionieren. Ja. Nein, es ist einfach sowas anderes. Es ist einfach so, man ist so lappen da am Anfang. Es ist mhm. immer so frustrierend, dass man denkt: Warum kann das nicht besser zusammen funktionieren? Energieeffekte, <laughs> so wo seid ihr? Ja. Aber ähm, hat gut funktioniert und hat Bock gemacht. Und auch da wieder, das hat mit der Hülle echt Spaß gemacht, auf dem Surfbrett <laughs> rumzusp rumzuspielen und dann so zu merken, äh, ich kann mit dem Handy hier filmen und so. Das war witzig. Mm. Und es gab auch keine Verletzungen für irgendwas Nee, gar nichts. War das... alles easy. War alles easy. Ich habe einmal, weil ich klar gefilmt habe, <laughs> mein eigenes Surfbrett hart an den Kopf geballert gekriegt und das tat richtig, richtig weh. Ähm, aber das war das Schlimmste, und das ist dann okay. okay. <laughs> und das war auch einfach dumm von mir. <lacht> 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 Genau. Ansonsten war Tofino einfach ein schönes kleines äh, Surferstädtchen irgendwie. Das hat irgendwie, war einfach nett. Ist auch ich, mm -hmm. sehr touristisch. Wir haben da so ein bisschen außerhalb gewohnt, deswegen war es vollkommen okay. Aber da, die hatten nette Lädchen und gab es gutes Essen und so. Das war irgendwie ganz cool. Weil wir ja sonst immer jetzt für uns gekocht haben und so. In der Regel. Mm -hmm. Da konnte man irgendwie auch mal ganz cool was essen und so. Das war irgendwie ganz schön. Und dann haben wir ähm, noch ähm, Ach, es war aber schon Vancouver. Genau. Dann sind wir ähm, von Nee, war nicht in Vancouver. War in Vancouver einer noch. Da sind wir auf dem Weg wieder zurück zur Fähre, ähm, weil wir noch drei Tage in Vancouver hatten, bevor der Flug ging. Mhm. Oder zwei Tage, drei Tage, irgendwie so. Ähm, und dann haben wir noch Ziplining gemacht. Ähm, mhm. Und weil wir so dachten, okay, Krettersteig, irgendwie wäre jetzt nochmal so ein ganzer Tag, den haben wir nicht, sondern wir müssten irgendwie so ein bisschen was Kleineres machen. Und, dann, und ich kann Ziplining immer nur von, äh, von der South Park-Folge quasi, ähm, wo dann irgendwie Cartman da Zipline, alle also sind so voll begeistert, er sitzt da so. Okay, ist es das jetzt? Okay, und dann fährt er den ganzen Tag immer nur so mit so einem super Un mit so Gelangweilt einfach nur auf diesen Zippleins hier gegen. Das ist eine sehr witzige Folge, wie ich finde. Ähm, und äh, deswegen wusste ich genau, was auf uns zukommt ehrlicherweise. Und das war ein bisschen wie beim Raften ehrlicherweise. Es war super cool, das einmal gemacht zu haben. Aber es ist jetzt halt nicht besonders aufregend. Es ist jetzt nicht so wie ja, was heißt? Es ist eher so wie beim Kletterwald, wenn du mal so eine kleine Seilrutsche hast mhm. oder wenn du keine Ahnung auf dem Spielplatz schon mal diese ja, Seilrutsche ja, gemacht hast, dann ist das halt also vom spektakulärgrad her sozusagen das Coole da war halt, dass die da sind ja auch ähm, noch noch äh, quasi eingeborene sozusagen auf Vancouver Island und äh, quasi heimische Völker. Und ähm, das war so ein Nationalpark, der denen quasi noch gehört, so. Und das war so die einzige Company, mit dem wir es gemacht haben, die da arbeiten dürfen. Das heißt, sie haben uns ganz viel zu den Einheimischen da noch erzählt und ähm, so ganz viele Rituale, so ein bisschen äh, Spiritual Kram von denen, ein bisschen erzählt. Und, und dabei sind wir natürlich so einen coolen Canning-Sipline. Deswegen, mhm, mh. dadurch, dass das Zipline nicht das krasse Ding war, war die Gesamtführung an sich aber sozusagen cool. Und okay. da war es aber eine nette Ergänzung dafür, sozusagen. Und deswegen war es super mhm. cool. Aber mich hat jetzt erzählt, er ist gerade in Montenegro. Ähm, da gab es irgendwie so eine Zipline über so eine krasse Schlucht, die irgendwie anderthalb Kilometer lang ist oder keine Ahnung was. Ähm, oder 1,1 Kilo, Kilometer oder so. Ich glaube, das ist mal was anderes. Ich glaube, das mhm. ist dann vielleicht auch ein bisschen aufregender sozusagen. Aber grundsätzlich brauche ich jetzt nicht mehr zwingend Zipline. Ich glaube dann, also wenn es ja, jetzt um, ja. ich will was Cooles machen, sondern dann kann man auch da einfach schön durchwandern im Zweifel. Aber witzig war es. Und dann kam in Vancouver an. Und da kam dann auch so langsam das, was du auch gesagt hast, so dieses: Ah ja, ich freue mich jetzt auch, wenn es nach Hause geht. So, jetzt haben wir irgendwie mhm. alles gemacht und irgendwie bereiten wir uns schon auf so den Abflug vor und ähm, haben dann aber noch ein paar. Also, wir hatten ein super cooles Airbnb, das war super cool, weil mhm. wir so mittendrin waren. Wir hatten eine coole Aussicht. Es war so ein bisschen, ähm, ja, die hatten einfach, die haben so geile Hochhäuser und irgendwie fasziniert mich immer, ob es in London oder in Frankfurt oder keine Ahnung was ist. Ich finde so, Schöne, so eine schöne Skyline, wenn man da so drin ist. Finde ich einfach mhm. immer faszinierend. Irgendwie finde ich das immer schön anzusehen. Und ähm, wir saßen quasi mittendrin mit unserem Airbnb und ähm, konnten von dann immer ein bisschen starten. Und dann haben wir sind wir dann mit dem Tandem durch die Gegend gefahren, haben mit dem Tandem geliehen, sind durch so einen coolen Park <laughs> gefahren und haben so ein bisschen äh, Spaß da gehabt. Ich habe das erste Mal so richtig cool so Wasserflugzeuge quasi landen und starten sehen und da so mhm. chillen sehen. Ich dachte mal an Captain Baloo von früher und so und das war irgendwie, mal äh, ganz spannend, das so ein bisschen zu sehen, aber viel zu teuer, um das mal zu probieren. Also, wo man einfach denkt, okay, man will damit so einen Rumpflug da über Vancouver machen, also, lohnt sich auf gar keinen <laughs> Fall. Also, würde will ich jetzt sagen, dass sich das nicht lohnt. Ähm, ja, und dann ähm, neigt sich das Ganze eben auch schon Ende zu. Der Rest war so ein bisschen in Vancouver quasi. Einfach mal so ein bisschen rumlaufen, ein bisschen die Stadt erkunden. Und da ist mir das aufgefallen, was mir schon ein paar Freunde vorher gesagt haben, die schon in Vancouver waren, was Clara nicht so beobachtet hat letztes Mal. Ähm, die haben richtig crazy Drogenproblem. Also mhm. generell in Kanada ist ein Drogen ein großes Thema. Das ist witzig, wir sind durch so eine Stadt durchgefahren, wo du, da gab es so, gibt es so. Automaten, wie so Kinderspielautomaten, wo du so Pilze ziehen kannst und solche Sachen. Mm. Und es ist irgendwie ein bisschen befremdlich. Super, überall gibt es Cannabis-Shops, überall auf jeden Fall. Ähm, ähm, und in, das ist aber alles, das ist also vollkommen harmlos, das ist einfach nur aufgefallen. Aber in Vancouver selbst ist es nicht mehr harmlos, das ist echt crazy. Du gehst dann so, mm. an so, zwei, gehst so eine Kurve nach rechts und auf einmal liegen da Leute quasi halbnackt mit irgendwelchen Spritzen im Arsch. Und also völlig fertig, also völlig mhm, fertig. Mhm. Frankfurt ist da nichts gegen. Mhm. Und das war schon crazy. Also alle, ich muss sagen, es war nie bedrohlich in irgendeiner Form, weil wir mussten auch manchmal dann so da durchlaufen und so. Mhm. Ähm, es war eher, ja, besorgniserregend im Sinne von, ach du Jemine, was ist denn hier los? Mhm. Aber es ist nicht so wie, ich habe das Gefühl, hier hast du ja manchmal, also es war natürlich nur unser Drei-Tage-Eindruck, ne, aber hier geht es du manchmal durch Köln und es gibt manchmal so Irre, die halt die ganze Zeit durch die Gegend schreien oder ja, keine ja, Ahnung ja. was und die, die wirken so bedrohlich. So, ne? ähm, Und das war zum Glück da nicht so. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt nicht um die Ecke gehen, weil dann ist dann da der super Irre, keine Ahnung mhm, was. Sondern m -m. man hatte eher so ein bisschen Mitleid und dachte, ach du Jemine, ähm, was ist denn hier los? So, das mhm, ist einfach, m -m. daneben ist die große Einkaufsstraße, einen Schritt nach rechts und dann liegen da alle wie tot durch die Gegend. So, das fand ich irgendwie schon ein bisschen beeindruckend. Also, mhm im negativen Sinne. Ähm, und sonst ist es eine ganz schön busy City. Also, mhm. die, sie ist an sich ganz schön, aber das wäre jetzt nicht der Ort, wenn ich nach Kanada auswandern würde, wo ich Kind ziehen würde. Ähm, mhm. Weil man schon gemerkt hat, es ist einfach, also ich, keine Ahnung, war noch nie in New York. Ich glaube, New York ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer so. Mhm. Aber selbst in LA, als wir damals da waren oder so, oder Seattle oder San Francisco, die wirkten nicht so busy. Also einfach so viele, viel Hektik, viele Autos, viel hin und her, viel Krankenwagen, viel Polizei, einfach viel Geräusch, viel Menschen, viel Action. Entweder war ich am Ende eh schon so ein bisschen einfach überreizt zum Urlaub und deswegen ist mir so ein bisschen mehr aufgefallen, aber da habe ich mir auch so gemerkt, so, boah, ist ein bisschen viel. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt so die ganze Zeit und deswegen war es auch ganz gut, dass wir dann geflogen sind, aber trotzdem war Vancouver an sich. Immer noch eine coole City, ähm, mhm. die man mhm. auf jeden Fall mal gesehen haben kann. Aber man muss jetzt nicht, also, weiß nicht, manche Leute machen ja Städteurlaub in New York oder keine Ahnung was. Ich glaube, man braucht jetzt nicht Städteurlaub in Vancouver machen. Mhm. <laughs> ich glaube auch nicht dahin fliegen, um zu sagen, cool, ich bin eine Woche in Vancouver. Ähm, kannst bestimmt coole Sachen machen. Also, die haben auch total schönen Park da, mega geile Natur, die sind direkt am Wasser. Das heißt, du hast mhm. quasi in der Stadt einfach Strände und so. Mhm. Und das ist halt super geil, so. Aber mehr auch eben nicht. Und ähm, genau, das ist dann so ein bisschen das Ende der Reise. Dann war der Rückflug. Ähm, der war, wie gesagt, so ein bisschen anstrengend, weil ich nicht gepennt habe, wir beide nicht gepennt haben. Mm, und mm. dann ähm, ich dann quasi zehn Minuten hier zu Hause hatte und dann zum Kletterwettkampf gefahren bin. Ähm, und das war, hat Spaß gemacht, war cool. Also, ich habe es überhaupt nicht bereut. Und dann dachte ja, ich mir so: ja, ja, geil, wenn du jetzt um 12 Penn gehst. Dann kannst du ja gar nicht um drei aufwachen, weil das macht ja gar keinen Sinn, dass der Körper nur zweieinhalb Stunden, drei Stunden Schlaf sich nimmt. Und dann habe ich auch schön gepennt bis neun. Hm, Dachte so, cool. geil, Plan ist aufgegangen, kein Jetlag, was geht ab? Und jetzt haben wir Tag zwei und jetzt <laughs> habe ich heute Nacht, bin ich um halb zwölf pennen gegangen und bin um zwei Uhr aufgewacht. Also vielleicht hm. ist Jetlag doch da. Mal gucken, wir werden sehen. Mal gucken, wie der Tag heute verläuft. Ja. Aber krass, dass du da einfach dann. Genau, Flug eine Stunde dreißig, ich möchte es nochmal sagen. Du hast am Anfang gesagt eineinhalb Stunden und ich habe genau das. Alter. So, sorry, was jetzt Ich wollte sagen, krass, dass du das noch nach dem Flug, noch so im Wettkampf, dass das alles noch geklappt hat, dass der Körper nicht gesagt hat, so der hat auf der Fahrt äh, von Frankfurt nach Köln hat er sehr deutlich gesagt, also wir mussten schon ein zwei Päuschen machen und dann mal kurz noch was essen oder trinken oder irgendwie ja, mich ja, beschäftigen klar. oder weil Chiara war völlig durch, die konnte auf gar keinen Fall Auto fahren und ich hm. musste dann so ein bisschen äh, durchhalten und das, da habe ich auch gedacht, hi ja ja, das ist äh, nicht so richtig vernünftig, was wir hier machen, aber ähm, das, das ist ja meistens dann so, dann hast du so Müdigkeitstief und dann eine Stunde später bist du fa fast wie auf Drogen so ein bisschen. Ähm, ja. Und dann lief das ganz gut. Krass. Genau, was Fazit? Du, oder was, ja. Ich wollte gerade fragen, was ist jetzt, äh, jetzt im Vergleich mit, mit Skandinavien, äh, mhm. Großbritannien an die Ecke, was, Kanada, was ist so, so euer Ranking oder was sind so die... Mhm. Was, was ist das Fazit? Ich ja, Kanzler. ich kann einfach gar nicht so genau sprechen. Wir haben noch gar nicht genau so genau darüber gesprochen, jetzt, gesprochen, jetzt so im Unterschied sozusagen. Um, für Kärnten die größte Downer gewesen, dass es nicht so viele Blaubeeren am Wegesrand gab wie jetzt in Norwegen zum Snacken. Die Snack-Blaubeeren haben gefehlt. <laughs> Nein. Aber um, das, ist so, das ist so, schwer, weil das so ein emotionales Ding ist. Weil ich habe das Gefühl, Norwegen hat mir das erste Mal so geile Natur gezeigt in meinem mhm. Leben. So diese coole, ja, so Wälder, Berge, Seen, Natur so ein bisschen. Und danach habe ich die in Schottland noch mal gesehen. In mhm. Ein bisschen anders, ein bisschen weniger Wald, dafür ein bisschen mehr Highland sozusagen. Und jetzt habe ich das quasi in Kanada so ein bisschen kombiniert gesehen in irgendeiner Form. Dadurch war das nicht so super neu für mich. Und deswegen ist, glaube ich, für mich immer noch dieses Norwegen-Ding sozusagen auf Platz 1, wenn es um diese Natursachen so ein bisschen mhm. geht, mhm. wegen der Beeindruckung, weil es so beeindruckend quasi war. Aber ähm, Kanada auf jeden Fall von, also hat. Haben wir zu dem finde ich, den Top-1-Urlaub quasi gemacht, weil wir einfach so viel Action gemacht haben, was wir vorher mm -hmm, nicht gemacht mm -hmm. haben, weil man halt so dieses Gedanken, die ganze Zeit dachte, so, jetzt sind wir einmal hier, jetzt machen wir die ganzen Sachen. Irgendwann haben wir dann auch gesagt, naja gut, ehrlicherweise, so einen Klettersteig können wir halt auch in der Eifel machen wahrscheinlich. Ja. So, ne, also, dass man auch immer dann so ein bisschen Druck rausgenommen hat und so dachte, ja, okay, wir müssen jetzt auch nicht hier alles machen. Aber dadurch waren es einfach so super viele coole Erfahrungen, die wir da gemacht mm -hmm, haben, mm -hmm. gepaart mit dieser ewigen Weite und diesem schönen Wasser und so, was immer da war, war mega cool. Mhm. Ähm, genau und im Vergleich jetzt so zu Norwegen und so war da, da waren wir ja mit unserem eigenen Auto das war ja. auch noch mal so ein bisschen cool weil du halt deinen eigenen Kram wir konnten also halt viel Kram mitnehmen und hatten irgendwie alles dabei in, mhm. in Kanada war es so ne du musst halt irgendwie hinfliegen du hast immer alles so in dem Koffer muss also ne dieses von Airbnb zu Airbnb ist dadurch ein bisschen nerviger als wenn du halt selber mit deinem eigenen Auto fährst aber ja ist einfach irgendwie so ein bisschen schwer zu ranken. Ich würde, glaube ich, sagen, so vom Abenteuer-Adventure-Feeling war das auf jeden Fall ein Top 1 coolster Urlaub jemals. Mhm, würde auch, mhm. glaube ich, so schnell nichts drankommen. So von, wenn es nur um die Natur geht, hat mich, glaube ich, Norwegen ein bisschen mehr weggehauen. Aber ich glaube nur, weil es das erste Mal war. Wenn ich das erste Mal mhm. Kanada gewesen bin, würde ich, glaube ich, genau andersrum quasi sagen, so ein bisschen. Ähm, weil, ja, Kanada auf jeden Fall super, super schön ist. Also, es ist echt Wahnsinn. Und wir haben ja jetzt nur. Einen super kleinen Ausblick äh, quasi Einblick quasi gehabt Cara hat ja so ein bisschen mhm. damals mhm. diese ganze Reise durch Kanada gemacht und das ist ja auch nochmal so unterschiedlich ob du jetzt im Osten im Westen bist oder auch in der Mitte und also das ist super krass ähm, genau das Fazit ist auf jeden Fall 10 von 10 Urlaub äh, das, äh, ich habe ja schon äh, haben wir haben ja schon gesagt so dass jetzt ja irgendwie nochmal diese dieses im Letz nächstes Jahr so ein bisschen für uns nochmal so war okay wir wollen noch mal irgendwie ein coole Urlaube machen und dann mal schauen wie es so weitergeht ähm, und der hat sich auf jeden Fall hundertprozentig gelohnt und ähm, jetzt geht so ein bisschen die Planung für nächstes Jahr los. Mal gucken, äh, ob das mit Japan funktioniert oder ob, äh, wie wir das machen, ja. Sehr cool, sehr cool. egal Klingt nach einem, wie du auch gesagt hast, nach so einem geilen Abenteuer Natur und am Ende ein bisschen City. Klingt nach einem ja. coolen Combo insgesamt und freut mich, dass alles auch gut geklappt hat, bis auf die einen Kleine Notfallsituation mit dem Feuerchen. Aber ja, aber die hat sich ja. wirklich für uns gar nicht so notfallig angefühlt, deswegen war es wirklich okay. Ähm, ich glaube, ja, weil das gleich noch dazu. Das hat, kam ja nachher noch immer mehr in mehr den Nachrichten, dass so Jasper, dieser Nationalpark da oben, der ist ja komplett abgebrannt. Da ist ja auch die ganze Stadt runtergebrannt und so. Das ist ja, auch, also, das ist ja mega gefährlich. Also da war es ja super schlimm, was da passiert ist. Mhm. Das, was wir quasi hatten, war nur so ein bisschen, oh, wir sehen da was, wir können mhm. gehen, alles easy, ciao. Und das stand auch noch alles nachher. Also alles da, wo mhm. wir quasi okay. evakuiert waren, wo wir die ganzen Tage waren, da war nichts. Da hast du vielleicht mhm. dann ein bisschen mehr Rauch gehabt. Du hast gesehen, dass ein paar Bäume hinten abgebrannt waren. Aber du, denk, du denkst halt nicht dieses oh, wenn ich jetzt da noch gewesen wäre, dann wäre ich jetzt verbrannt oder sonst was. Deswegen es war für uns immer noch relativ entspannt. Aber egal, wo wir dann hingefahren sind, auch wenn wir waren in Vancouver noch im Kino, stimmt, in Wolverine und in Alles schick Kopf 2. Wir haben einfach einen Kinotag gemacht, das war ganz geil. Und da war auch vor jedem Kinofilm so, ey, wir spenden für Jasper und so. Also es war so ein bisschen, war schon eine große Nummer, scheinbar. Also wir haben ja nicht viel Nachrichten geguckt, gesehen und keine Ahnung was, aber mit jedem, mit dem wir gesprochen haben, die waren so Hey, habt ihr das in Jasper mitbekommen? Wart ihr betroffen? Oh mein Gott. Und mhm. so. Und ist also schon eine große Nummer da gewesen. Der ganze Nationalpark ist ja auch echt nicht so geil, weil wir waren da vorher in so Nationalpark da und es ist so schön Natur. Und wenn mhm. es einmal so runterbrennt, ist es also nicht jetzt für den Menschen schade, nicht so nach dem Motto, oh, das sieht jetzt so hässlich aus, sondern mhm. es ist einfach krass, wie viel Natur da vernichtet wird. Und gleichzeitig denkt man sich auch so, ja gut, aus Perspektive scheiße, aus Naturperspektive, ja gut, das erholt sich halt in ein paar Jahren, also in ein paar Klar. längeren Jahresschritten wieder deswegen ist es für, für, den, für die Natur da jetzt nicht so super katastrophal, mm. aber nicht so geil. Ja, ja klar, klar. Ja, vor allem, wenn du da in einer Stadt wohnst, die dann halt ja, klar. Äh, komplett äh, platt gemacht wird. Hundertprozentig. Gerade aus, also aus Menschenperspektive ist es nur scheiße, hundertprozentig. Ja. Mm. Also Menschen natürlich keiner, hundertprozentig. Ja. Genau, was, ich noch, was mir noch einfällt ist, also ich merke immer noch, dass ich einfach kein Fan vom Fliegen bin. Also mhm. ich, also nicht, dass ich an irgendeiner Form Angst hätte oder sonst irgendwas, gar nicht. Aber ich finde es einfach nie geil. Also mhm. Mhm. dieser ganze Kram am Flughafen schon, irgendwie alles immer so, also die, diese ganzen Security-Checks und so, das alles irgendwie immer noch so lästig und dann steht man da immer so ewig. Und um einen rum so viele andere Menschen, die man keinen Bock hat. Und im Flugzeug selbst auf dem Rückweg, oh, ich war so mutig, das, das muss ich noch erzählen. Da war ich so richtig. Social Mutig. Das wäre fast mhm. so, als hätte ich im, im Aufzug mal mit Menschen geredet, was ich immer noch nicht getan habe. Aber ähm, es hat, äh, Chiara, ich saß dann da und ich saß rechts, Chiara saß links und vor Chiara saß jemand und vor mir saß keiner. So. Und ähm, die Frau vor Chiara, also und, äh, hat ihren Stuhl sofort so zurückgemacht. Und ich war schon so, ach, wieso machen Menschen einfach ihren Stuhl zurück? Es ist einfach, da habe ich mich noch so umgeguckt. Ich bin nicht das Problem, es ist so dieses... Wenn das jeder macht, ist das kein Problem, das machen ja alle und so. Guckt so, nein, niemand hat es gemacht. Niemand, niemand, mhm, niemand, niemand. So. Ich habe aber nochmal geguckt, bei mir ging es offiziell also gar nicht. <laughs> aber, mhm. ähm, so, und dann für Kara natürlich war das gar kein Problem, weil Kara super entspannt ist. Und meine erste Stunde des war aber so, wie kann man so sein? Ich bin so wütend, warum ist sie so? <laughs> und, mhm, m -m. und dann habe ich aber so, das war so witzig, pass auf, und dann ähm, kam irgendwie so das erste Essen. Und dann haben wir halt so den Tisch runtergeklappt und der war halt irgendwie nicht so ganz gerade. Aber nicht, ja, weil Chiara, ja. nicht weil der Stuhl schief war, sondern nur, weil, der, weil sie den Tisch nicht richtig runtergedrückt hat. War ich so: Ah ja, das ist ja auch schon ein bisschen doof, wenn der Stuhl hier nicht ganz gerade ist. Und dann ist mm -hmm. du so: Ah ja, können Sie bitte hier den Stuhl gerade machen? Das heißt, hat sie für mich erstmal geregelt, dass sie den Stuhl gerade machen soll. Fand ich mm -hmm. schon mal erstmal mm -hmm. mutig, dass ich das so gesagt habe. Dann ist das Essen vorbei. Zwei Stunden später macht sie wieder den Stuhl nach hinten so. Und währenddessen bei mir die ganze Zeit so Knie im Rücken, weißt du, so Leute, die ihre Beine an mm. den Stuhl vorne lehnen und so denken, ja, spürt man ja nicht, ist ja ein Stuhl dazwischen, ja, Bullshit, du spürst jede Bewegung, du spürst jedes einzelne Knie und es ist mm. eh schon ein langer Flug und du sitzt in diesen engen Stühlen und so. Und <laughs> dann immer so passiv-aggressiv sich so nach hinten lehnen, dass man so merkt: Ja, ich mhm, spüre das. Mhm. Du spürst meinen Rücken an deinen Knien, also spüre ich auch deine Knie an meinem Rücken, Mann. Mhm. So. Mhm. Ja, war alles egal. Den Kampf habe ich verloren. Also meinen eigenen Kampf habe ich verloren. Das habe ich nicht hingekriegt, ehrlicherweise. Aber dann, ähm, warte, ah, wie habe ich es nochmal gemacht? Warte, der Triumphzug, der zweite. Ah ja, genau. Dann wurde es nämlich ganz dunkel gemacht. Also, ist ja so ein, ist, Auch wenn es draußen hell ist, ist dann irgendwann Schlafenszeit im Flugzeug, so ungefähr. Ja, ja. Und äh, die Vor-Kiara hat irgendwie Avengers Endgame geguckt, auf voller Helligkeit, alles war dunkel, nur bei ihr war der Bildschirm super hell und dadurch, dass der Schuh von Chiara, vor Kara vorne war, war halt so eine Lücke mhm. zwischen den Stühlen. Das heißt, mhm. der hat mir so ins Gesicht geblendet und ich war die ganze Zeit so, ich will klettern, ich muss schlafen und so. Mhm, mh. Und dann äh, bin, ich habe aufgestanden bin so zu ihr gegangen habe sie geweckt habe so, also weil ich eingepennt ist habe ich gesagt so hey sorry could you ne und so es ist super hell mhm. und deswegen nicht so geil und dann hat sie den Stuhl nach vorne gemacht fand ich mich sehr tapfer und dann gab es noch eine dritte Situation weil sie nämlich dann, dann irgendwann wieder den Stuhl nach hinten gemacht hat. ich dachte das kann nicht dein scheiß Erst sein Wieso raffst du es nicht mal irgendwann mhm. und ähm, dann äh, haben wir jetzt auch mit den Stühlen deshalb haben wir uns schon so angefreundet das war das Gute die war so cool und dann ähm, hat sie uns irgendwann wieder irgendwas gebracht oder so und dann habe ich nur so zu dem Stuhl geguckt und dann war sie so ah, okay. dann hat sie die hm. so angestupst und dann hat sie den Stuhl wieder nach vorne gemacht. Das heißt, dreimal habe ich mich das getraut, ein Problem anzusprechen und einmal das Problem selber gelöst und zweimal das Problem lösen lassen, <laughs> weil ich mich nicht getraut habe. Aber hey, ich habe, weil ich dachte so, ich kann jetzt auch nicht so wie wir manchmal sein würden dann da sitzen und einfach neun Stunden sauer sein, dass Menschen so sind, wie sie sind. So, mm -hmm, ich muss mm -hmm. das tun. Ich kann es vielleicht eine Stunde kann ich darauf sauer sein, aber ich kann es nicht neun Stunden durchziehen. Und ähm, dadurch war es okay. <laughs> ich frage mich, warum nicht einfach die Hersteller von Flugzeugen das einfach, diese Funktion nicht einfach nicht einbauen. Das, ergibt also, das führt nicht. nur zu schlechter Erfahrung für alle. Ja, Niemand, es hilft niemandem. Diese zwei Millimeter nach hinten. Korrekt. Und Leute kämpfen nur um den Chat. Ah. Ja, verstehe ich auch wirklich überhaupt gar nicht. Aber generell, das ist halt sowas, Also, das vielleicht kann man auch noch sagen: Kalia, super klischee-mäßig, aber wie bei South Park, die waren super nett, alle. Das war super cool. Das war echt richtig nett. Man hat sich überall wohlgefühlt beim Flughafen direkt. Mm -hmm. So, es war so freundlich, cool, nett alles hm. Also das war für mich richtig schön, dass man nie das Gefühl hatte, so oh, ist hier irgendwie ungewollt oder keine Ahnung, was irgendwie komisch cool ja, oder alle ja. wollen abrippen oder sonst irgendwas. Ähm, das war super cool. Aber dann in so Flugzeugen denkt man wieder so: Warum sind Menschen so, wie sie sind? Das also wie kann man denn nicht einmal dann denken: Oh, welche Auswirkung hat meine Handlung auf Menschen in meinem Umfeld? Warum <laughs> bin ich eigentlich so? Ich verstehe es nicht. Wie kann man das so ausblenden? Ah, und dann sagt mal, du denkst zu so viel nach und machst dir zu so viele Gedanken. Du, nein, die machen sich zu wenig. Die Schweine. Naja, das war aber ja. Ich glaube, das werde ich nicht beheben, das Problem leider. Ja, außer du fliegst jetzt nicht mehr so häufig, aber ich finde einmal im Jahr für ein paar Stunden kriegt man das irgendwie. Ja, also ja. mir reicht das auch einmal alle vier, fünf Jahre oder so, weil ich, also dafür finde ich es nicht geil genug und will ich dann auch mal so denke, hey, das was wir da gemacht haben, hätten wir eins zu eins so wahrscheinlich auch in Österreich, Schweiz oder keine Ahnung Bayern, bergig irgendwie so ein bisschen machen können, mhm. natürlich nicht mit der Kultur, nicht natürlich, also natürlich auch Kultur, natürlich ein bisschen anders, hundertprozentig, aber ich habe nicht dieses Fernweh im Sinne von, boah, ich muss ja, jetzt ja. dann so dahin, wenn ich jetzt sage, ich will einfach geil wandern und Urlaub machen, dann ist es für, für Chiara auch, ist es für uns halt auch völlig fein zu sagen, komm, wir checken noch einfach mal, was so in der Nähe irgendwie so geht. Mm, mm, ja. ja. Und ich, aber früher war das anders. Dadurch, dass wir früher ja nie geflogen sind, meine Eltern und ich, also so gut wie nie, mm. ähm, war das sowas voll Besonderes. Ich dachte immer so, boah, das ist ja voll geil mm, und irgendwo mm. hinfliegen kann. Ja. Weil ich mich um nichts kümmern musste, weil meine Eltern das alles sagen natürlich oder yeah. wer auch immer dafür gemacht hat. Und sobald du selber der Dumme bist, der irgendwie sich um alles kümmern muss und so und das alles siehst, was um dich rum für ein Elend passiert, mm -hmm, dann mm -hmm. ähm, macht es aber nicht mehr so viel Spaß. Komisch. Seltsam. Wir kommen im Leben. Aber nächstes, aber nächstes Jahr wird nochmal der Flieger gepackt, ne? So wie es aussieht. Das ist so ein bisschen der Plan, genau. Das ist so ein bisschen der Plan, dass das nächste Jahr nochmal einmal weit ist und dann erstmal entspannen. Nice, nice. Bin sehr gespannt Ach, auf nächstes Jahr schon. Ich habe so ein Buch auch gefunden. Machen. Japanisch Lernen mit Mangas. Mm. <laughs> Gucken, wie ich Japanisch lernen werde. Das, das, das wird meine größte Sorge. Jetzt in Kanada dachte mir ja immer so, ja, mein Englisch ist nicht mega geil, aber es ist schon gut, würde ich sagen. Ich kann mich hier mit jedem nett unterhalten. Weil <laughs> ich finde ganz schwer, wenn man, das heißt, wenn man so ein paar Bruchstücke kann, so funktionale Gespräche finde ich auch schon unsympathisch. Ich will nicht irgendwie kommen, I take Brett. also wie ich in Frankreich wäre, so. Mm -hmm. Je voudrais, constant bitte antworte nicht, weil ich habe keine Ahnung, was du sagst. So, das das finde ich halt super scheiße. So, ja. Und dann denkt man so, ich kann gar nicht richtig nett zu dir sein, zu dem anderen, weil ich die Worte dafür nicht habe. Und mm -hmm. es fehlt mm -hmm. einfach. So. Und ja, Japan ist wird schwierig <laughs> in dieser Ebene. Deswegen mich wäre sehr gespannt, ob ich mir irgendwie drauf schaffen kann, dass ich zumindest ein bisschen Schilder lesen kann, mm. dass ich zumindest irgendwie, obwohl mittlerweile ja mit den Handys und so es ganz gut geht, dass du so das Live übersetzen lässt und so. Ja, aber du kannst ja so auch nicht mit dem Handy so alles. Sch genau, ne? ja. genau. Ich habe schon Bock mich. Ein Ticken darauf vorzubereiten. Ich will jetzt nicht zu sehr an die große Glocke hängen, aber weil ich bestimmt, wenn jetzt Schule wieder losgeht, alles aber keinen Bock habe, Japanisch zu lernen. Mhm. Aber vielleicht so ein bisschen Grundlagen. Ein Jahr habe ich jetzt Zeit. Mal gucken, ob da was passiert. Bin gespannt, bin gespannt. Also, ja, aber willkommen, Max, aus Tape 370. Du hast verkackt, du Idiot. Das hast du hast es natürlich nicht gemacht. Wir werden es äh, herausfinden in einem Jahr. In IC, absolut. Sehr cool. Ja. Letzte Reisebericht. Und äh, das als Ausblick ähm, für nächsten Folge irgendwann. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gegenteil von dir dann gemacht, weil ich ja morgens echt viel Langeweile hatte. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen Olympia angemacht. Dann habe ich immer so ein bisschen so US-Wahl und so verfolgt. Alter, weiter. <laughs> <laughs> da war viel los. Aber das ist... Ganz, ganz anderes ja, Thema. Was Anti, da... Der 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 Tox, nicht der Detox, sondern der Tox. Genau, das war wirklich so, ich habe mich so reingegraben, das war so witzig. es war wirklich sehr spannend. Naja. Ähm, ja, ja. Gehen wir jetzt noch ein bisschen okay. das schöne Wetter genießen. Ich habe es gehört, ab Mittwoch wird's Wetter schlechter, ne? Ja, soll. Aber ein ähm, paar Tage haben wir noch. Gucken. Cool. Ja. Yes. Ab in die Sonne. Wup, wup. Peace. Peace out.